Und jetzt schauen wir uns aber tatsächlich das Spiel erstmal gemeinsam an. Allein im Dunkeln. Ein Reboot so ein bisschen des Klassikers. Ne? Es ist noch nicht lange her. Ein paar Monate, da haben wir den ersten Teil noch hier auf dem Twitch-Kanal, auf YouTube in den Streams gespielt. Und das war schon ein Abenteuer. Das war schon interessant. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Remake gelungen ist. Ich habe ja, wie gesagt, schon reingespielt. Definitiv die Schwäche von dem Spiel ist das Kampfsystem. Das ist leider eher nervig. Alles andere ist vielleicht gar nicht so schlecht. Deswegen starte ich jetzt mal auf Easy, damit wir die Kämpfe möglichst schnell und einfach hinter uns bringen. Ich bin ja eigentlich gerne jemand, der auf normalen Schwierigkeitsgraden spielt. Aber ja, wir nehmen modern, damit ich Hinweise kriege, damit wir nicht zu lange brauchen. Yo, wir starten ein neues Spiel. Let's go. Ich bin ready. Hua! Eine Kröte. Hi, Onkel und Skatzoul. Abend zusammen. Abend? Naja. Nachmittag zusammen. Michael würde sagen, schönes 15.03 Uhr zusammen. Alone in the dark. So, your uncle. What's wrong with him? Ah, wartet mal, Leute. Fällt mir gerade ein, ne? Ich gehe nochmal schnell ins Hauptmenü zurück. Wahrscheinlich wollen einige das lieber auf Deutsch und ich habe es auf Deutsch auch noch nicht gehört. Dann verstehen auch wirklich alle, was los ist. Linguage. Ach so, warte mal, genau. German. Text. Oh Gott. Puh, das war knapp. Guckt euch das mal an. Das finde ich ja cool. Dass hier das Menü dann auch. What? Oh mein Gott, das ist so verspult irgendwie, ne? Wow. Okay, aber wir haben es geschafft. So, jetzt aber nochmal. Neues Spiel. Leicht. Modern, auf Deutsch, los geht's. Jetzt aber. So, jetzt müssen wir leider die Kröte nochmal, ja, bedauern. Tut mir leid, Kröte. Einmal war schlimm genug, aber jetzt. Aber andererseits muss der Alligator auch von was leben, ne? Der hat wahrscheinlich Alligator-Babys, die er Alligator füttern muss. Wenigstens wird der nicht überfahren, ne? Das wäre schlimm. Weil dann wäre die Kröte umsonst gestorben. Ich bin dafür, dass wir Alligatoren veganisieren. Wir machen einfach so kleine Tofu-Frösche und verteilen die überall in den Sümpfen. Bam. Problem gelöst. Also, Ihr Onkel. Was ist sein Problem? Besessenheit. So wie vom Teufel? Sowas in der Art. Er sagt, ihm würde ein Schattenmann folgen. Ihn ständig beobachten. Was halten Sie davon? Das ist natürlich Unsinn. Aber es beunruhigt mich, ehrlich gesagt. Es liegt uns nun mal im Blut. Besessenheit? Nein, Detective. Zerstörerische Melancholie. Nahezu alle Mitglieder der Hartwood-Familie verfallen noch jung dem Wahnsinn. Aber Jeremy hat das nicht getan. Ist er deswegen in der Cellar? Obwohl er davon überzeugt ist, wirklich besessen zu sein, setzt er seine letzte Hoffnung auf Dr. Gray und seine Psychoanalyse. Dachte wohl, vielleicht findet sich eine Heilung. Sie haben einen Brief erwähnt. Ich habe einen verstörenden Brief von Jeremy erhalten, in dem er das Personal und die Patienten als Kultmitglieder bezeichnet, die ihn erledigen wollten. Könnte das wahr sein? Oder ist das nur Einbildung? So legt er es sich zurecht, Mr. Carnby. Ihr könnt schon mal, machen wir schon mal eine kleine Abstimmung. Ihr könnt schon mal eins in den Chat schreiben, wenn wir mit Sheriff Harper hier spielen. Dass die Menschen einander so wenig bedeuten, wenn wir mit ihr spielen sollen. Dass niemand hinter Jeremy Hartwood her ist, weil er es nicht wert ist. Und doch sind wir hier.
Mein Onkel ist krank, Mr. Carnby. Ich will mich nur um ihn kümmern. Was mache ich denn hier? Gab's kein Taxi? Nein, ich würde mich allein nicht sicher fühlen. Haben Sie eine Waffe? Ja. Glauben Sie, ich werde sie brauchen? Nein. Aber je nach Reaktion des Personals müssen Sie sie vielleicht vorzeigen. Was genau werden wir denn tun, wenn wir Jeremy finden? Ich weiß es nicht. Finden wir ihn erstmal. Okay. Wir haben, wenn ich mir beide Chats angucke, gerade Gleichstand. Der Twitch-Chat, da ist nicht viel los. Na, es ist die Uhrzeit, ne? Aber ja, wir haben Gleichstand und ich tendiere tatsächlich zu ihr, weil mit ihm habe ich ja schon mal gestartet, ne? Da kenne ich zumindest die ersten Stunden schon. Mit David Harbour, achso, mit Edward Carnaby von David Harbour gespielt. Und ihre Sicht kenne ich noch nicht, dann habe ich so einen Vergleich. Emily Hartwood, Jodie Comer. Kennt man Jodie Comer eigentlich? Kennt jemand einen Film oder irgendwas, wo die mitspielt? Weil ihn hier kennt man natürlich, ne? David Harbour ist cool, ist eine coole Socke, ist, glaube ich, auch so privat ziemlich cool. Also zumindest die Persona, die man öffentlich so sieht, ist cool. Hat coole Ansichten. Und ist natürlich in Stranger Things, spielt eine legendäre Rolle und ist ja mittlerweile auch im Marvel-Universum angekommen. Aber Jodie Comer kenne ich überhaupt nicht. Ich muss mal ganz kurz googeln, was Jodie Comer so gemacht hat. Weil mit der spielen wir jetzt, glaube ich. Da will ich mehr über die wissen. Jodie Comer, Killing Eve, Free Guy, The Last Duel, The End We Start From, The Bike Riders, The White Princess, Help. Ich kenne nichts davon. Doch, ich habe Free Guy gesehen. Ja. Aber ansonsten, die spielt, glaube ich, einfach nicht so in Filme, die ich kenne. Okay, let's go. Let's go. Emily Hartwood, here we go. Das ist für heute unsere Chill, unsere Claire. Es ist so still. Wo sind denn alle? Ist ziemlich groß. Vielleicht auf der anderen Seite vom Haus. Bleiben Sie hier. Ich schaue nach. Ha. Kapitel 1. Ach, sie hat auch von Anfang an eine Pistole. Ich habe mich nämlich gefragt, wie das ist, ne? Da, weil er natürlich seinen Revolver hat, aber warum hat sie... wie unlogisch ist das? Da macht keiner die Tür auf und sie sagt, ja, ich guck mich mal um und dann geht sie in die Garage und zieht sofort ihre Pistole. Na gut. Emily versteht hier keinen Spaß. Was haben wir denn hier? Was ist das? Eine Taschenlampe. Ah, und der Schlüssel. Küchengartenschlüssel. Ja, ich verstehe. Das macht natürlich Sinn, dass die das kombinieren. Ne? Man kommt quasi erst weiter, wenn man die Taschenlampe aufgehoben hat. Alles klar. Jo, heute ist Release. Seit jetzt gibt's das. Creepy Katze. Ich glaube nicht, dass ich da reinkomme. Ich glaube auch nicht. Noch nicht. Da bräuchten wir jetzt Leons Roundhouse-Kick-Power. Dann wäre das kein Problem.
Das Spiel hat ja im Schnitt auf Metacritic nicht sehr gute Wertungen bekommen. Und nach dem, was ich schon reingespielt habe, muss ich auch sagen, finde ich zu hart. Finde ich zu hart, die Bewertungen, die teilweise wirklich sehr negativ sind. Viel zu hart. Älter als der Shadow sein. Aber gut. Sie haben das Haus drumherum gebaut. Da können wir uns jetzt die nächsten Stunden mal nochmal selber einen ausführlicheren Eindruck verschaffen. Haushälterin-Schlüssel. Es ist tatsächlich so. Da haben wir im Podcast drüber geredet, ne? Müsst ihr euch unbedingt um 18 Uhr anhören, den Coffee Cake and Games Podcast. Aber das hier, ich will es jetzt gar nicht zu sehr verraten, aber allein die Stelle hier ist mit ihm, mit der männlichen Hauptfigur, sehr anders, tatsächlich. Sehr anders. Also ein gewisses Detail, ne, ist sehr anders. Aber ein wichtiges. Ich verstehe nicht ganz, warum sie nicht mehr ruft. So von wegen, hallo? Ist hier jemand? Ich wollte nicht einbrechen. Ich bin die Nichte. Und so weiter und so fort, ne? Ich würde das eher machen. Stell dir vor, ich treffe jemanden, der kriegt ja... mein Gott. Es ist ja... Stell dir vor, jemand... Plötzlich steht da eine fremde Person in deinem Haus. Das ist sehr unangenehm. Ich hol gerade alle Silent Hill Games nach. Auch cool, ja. Da passt das vom Setting, glaube ich, ganz gut zwischen. Ja, denke ich auch. Es ist, das hier ist so ein bisschen mehr so kosmischer Horror, ne, so Cthulhu-mäßig, aber schon auch psychologischer Horror. Spielewertungen sind komplette Schwachsinn und nicht aussagend, deswegen ignoriere ich Wertungen bei Spielen. Das ist definitiv eine gute Einstellung. Sollte man sich auch nicht zu sehr beeinflussen lassen. Weil eine Spielewertung... Weißt du, man kann bewerten, wie gut ein Spiel funktioniert, ob es irgendwelche krassen Bugs gibt, ob es unfertig ist, ob es hässliche Texturen hat. Es gibt so Punkte, die kann man ganz klar objektiv bewerten. Aber ob dir letztendlich ein Spiel gefällt oder nicht... Das kann dir keine Wertung verraten. Das kann dir keine Zahl verraten, die irgendjemand daneben schreibt. Ne, wenn du dir von Leuten, die du kennst, die du einschätzen kannst, deren Geschmack du kennst, Reviews anguckst oder Essays, das ist eine andere Geschichte. Dann kriegst du selber ein Gefühl dafür, wie so ein Spiel ist. Aber eine Zahl hilft einem da in der Regel nicht viel. Vielleicht, weißt du, vielleicht kann man sagen, innerhalb eines Genres, wenn es ganz klar um Gameplay-Mechaniken gibt, ne? Vielleicht, aber, ja. Ich bin da auch sehr vorsichtig damit. Familienbibel, ein Hinweis. Dein Schweigen wiegt mit jedem Tag schwerer. Oh, das ist aber sehr leise. Es war für alle ein schweres Jahr und viele haben alle Hoffnung verloren. Ich mach das mal lauter, damit wir was hören. Ich muss aber dran denken, dann wieder leiser zu machen, dass ich nicht so laut bin. Bilder von staubbedeckten Landschaften ohne einen Tropfen Wasser. Ich wünschte... Ich wüsste, ob du dich noch um diese Erde kümmerst oder ob du ihr den Rücken zugekehrt hast. Ich habe anderswo begonnen, nach Hilfe zu suchen. Ich bete um ein Zeichen von dir, ob du diesen Pfad billigst oder nicht. Mit der Hilfe von Baptiste und Charlotte habe ich Trost im Praktizieren von Voodoo gefunden. Lange war ich skeptisch, was diesen Kult aus der Karibik angeht, aber er hat mir gut gedient. In meinem Buch liest sich das alles recht harmlos. Ich sage ein paar Worte, die sich die Kreolen in ihren Träumen ausgedacht haben, und trage einen kleinen Beutel mit Talismanen mit mir rum. Von alledem steht natürlich nichts in der Bibel. Aber die Priesterin aus dem französischen Viertel sagte mir, das würde alles zusammenhängen. Sie sagt, der Gott der Christen ist nur eine weitere Sicht auf den Schöpfer aller Dinge. Damit kann ich leben, nur eben andersherum. Dass die Geister ihres Glaubens nur Aspekte von dir sind, unserem Vater im Himmel. Ich bin so dankbar für die Worte, die du Mr. Hardwood gegeben hast. Wir werden deine Loblieder in der Johannisnacht singen. Bald wird die Welt wieder gesegnet sein. Deine Forderungen für Opfer wirken wie aus dem Alten Testament. Lass dies alles wahrhaftig sein. Eine Mutter der Erde, des Waldes und des Schmutzes. Eine Mutter von tausend Jungen.
Heiliger Sand, $1. Öl einer schwarzen Katze, $1.50. Des Teufels Schnürsenkel, $0.25. Das macht $2.75, Madame. Was haben Sie da dem Doktor gesagt? Eine Ziege ohne Hörner? Was soll das heißen? Ah, da haben Sie mich wohl falsch verstanden, Madame. So etwas habe ich nicht gesagt. Bitte. Ich weiß, ich sehe nicht aus wie ihr. Aber ich bin unterwürfig. Ich bin bereit für alles, was nötig ist. Seien Sie nicht übereifrig, alles zu opfern, was Ihnen noch geblieben ist, Madame. Und jetzt verlassen Sie bitte meinen Laden. Eine Ziege ohne Hörner. Das war gerade extrem leise. Ich weiß nicht, warum das gerade so leise war. Hier ist das Spiel viel lauter. Ich musste alles hochdrehen. Hätte ich jetzt ins Mikrofon geredet, wären bei euch die Boxen geplatzt. Aber die wurde währenddessen ein bisschen lauter. Die hat sehr leise angefangen und wurde dann ein bisschen lauter, irgendwie die Synchronsprecherin. Die hat wahrscheinlich so angefangen zu reden, zu lesen, ne? Und dann wurde der Text wahrscheinlich kleiner. Und dann war es so, und dann habe ich eine Ziege ohne Hörner gegessen. Und dann bin ich zum Salpetersband gegangen und habe die Schnürsenkel des Teufels gekauft. So ungefähr war das wahrscheinlich beim Einsprechen. Weird. Jetzt probiere ich mein Tukan-Limette aus Lecker Holy extra für dich aufgemacht, damit ich dir sagen kann, wie es schmeckt. Oh, sehr cool. Ich habe hier auch den neuen Zitroneneistee von Holy, der sehr lecker ist, den ihr ab übermorgen auch bestellen könnt. Kann ich sehr empfehlen. Sehr sommerlich, fruchtig, frisch, also wirklich halt einfach Eistee mit Zitronengeschmack. Und zwar ziemlich lecker. Sehr nice. Ich bin ja ein großer Fan von den Eistees, ne? Ab und zu gönne ich mir schon Energy Drink, aber die Eistees, die trinke ich halt quasi ununterbrochen. Ist wirklich so. Oh ja, lecker. Cool. Das freut mich, Puzzles. Pistolenmunition. Maestro. Ist das die Firma, die den Ofen hergestellt hat? Das ist aber mal ein gewaltiger Ofen, oder? Great Stove. Ja, das ist wirklich ein ziemlich greater Stove. Da stimme ich zu. Nummer 999. Ey, der sieht aus wie eine Cyborg-Fabrik. Ey, ich habe das Gefühl, wenn ich die Klappe aufmache, kommt so ein voll mutiertes T-1000-Skelett raus oder sowas. So ein Endoskelett. Was zur Hölle? Nice. Ich hätte auch gern so einen Ofen. Unironisch. Ich finde den schon sehr cool irgendwie. Oh, wo gehen wir jetzt lang? Haben wir schon eine Karte? Nee. Es sieht noch alles sehr frisch und lecker aus hier, ne? Nur, dass hier so viele Ratten rumlaufen, würde mich ein bisschen stören, ehrlich gesagt. Ich glaube, Ratten im Vorratskeller sind halt auch so aus gesundheitlichen Gründen echt nicht so super gut, ne? Ich brauche den Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel. Dann gehen wir nochmal zurück. Wenn ihr mal bei Holy bestellen wollt, ne, denkt dran, die Codes sind oben eingeblendet. Landsquid Bird Rider. Ja, denkt dran, Landsquid Bird Rider, also LSBR für 5 Euro Rabatt und LSBR 10 für 10% Rabatt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da dran denkt. Und euch auch, weil es billiger wird. Hi Marcel, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Keine Spiegelungen.
Ne? Seit ungefähr 10 Jahren oder so haben Videospiele keine Spiegelungen mehr. Und dabei hatten wir früher Spiegelungen. Spiegelungen sind was? Das wurde uns einfach weggenommen. Wir haben die Spiegelbilder verloren. Voll, meine Getränke sind voll. Sonntag, 22. Juni. Ich habe den ganzen Tag mit der Suche nach Jeremy verbracht. Okay, wartet mal. Jetzt muss ich mal was gucken. Vielleicht kann man in den Optionen... Ach, das ist blöd. Ich hätte gehofft, das ist nicht auf Maximum gedreht. Ich hätte gern nämlich Gesprächlautstärke. Okay, wartet mal, ich mach mal was. Warte, ich muss mal kurz basteln. Ich mach mal die nicht die Gesamtlautstärke. Doch, eigentlich, nee, passt schon. Ich mach mal Effektgeräusche, Musiklautstärke auf 7, Gespräche lasse ich auf 10 und mach alles insgesamt sehr viel lauter. Jetzt muss ich nur kurz hier basteln, ganz kurz. Moment, wir haben es gleich. So, einen Moment. Das dürfte der Regler hier sein. Gucken wir mal, wie es jetzt abgemischt ist, das Ganze. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. Ob wir jetzt den Text hören können. Das wäre schon gut. Sonntag, 22. Juni. Viel besser, oder? Ich habe den ganzen Tag mit der Suche nach Jeremy verbracht. Ich hätte mich um die anderen kümmern sollen, aber ich mache mir Sorgen, dass er etwas tut, das man nicht mehr wieder gut machen kann. Cassandra ist wütend, weil ich ihr die neueste Lieferung an Schmerzmitteln nicht gegeben habe, die Waits gestern im Postamt abgeholt hat. Ich hätte sie ihr ja gegeben, aber die Firma hat dieses Mal keinen neuen Schlüssel mitgeschickt. Also steht diese Kiste einfach verschlossen auf meinem Schreibtisch. Die haben sich wohl gedacht, dass wir inzwischen genug von ihren Trickschlüsseln... Ratten im Keller sind ein Qualitätsmerkmal. Wahrscheinlich bedeutet das, dass man sehr gutes Essen da unten hat. Sonntag. Nein, 22. Es geht wieder von vorn los. Ich habe den ganzen Ich hätte Tag gehofft, man kann pausieren. Ich hätte mich um die anderen kümmern sollen, aber ich mache mir Sorgen, dass er etwas tut, das man nicht mehr wieder gut machen kann. Nee. Cassandra ist das schon ein typisches Double A Spiel. Lieferung an Schmerzmittel nicht gegeben habe, die Waits gestern im Postamt abgeholt hat. Ich hätte sie ihr ja gegeben, aber die Firma hat dieses Mal keinen neuen Schlüssel mitgeschickt. Also steht diese Kiste einfach verschlossen auf meinem Schreibtisch. Die haben sich wohl gedacht, dass wir inzwischen genug von ihren Trickschlüsseln haben. Ich erinnere mich aber nur an einen, den ich in den letzten Tagen gesehen habe. Grace hat im großen Salon damit gespielt. Wenn das Ding nicht von selber auftaucht, muss die Sache wohl warten. Ich tue so, als wäre ich voll der Ermittler. Ich muss herausfinden, ich hätte mir so einen Fedora kaufen sollen. Ich glaube, Jack weiß etwas. Sein Hund hat diese seltsame Fäulnis aufgespürt, die das so, Haus So, Fäulnis also. Sie will uns etwas zeigen, hat er gesagt. Als würden diese ekligen Flecken und Schlieren zu ihm sprechen. Sprechende Flecken, so. Kommt in meinen Notizblock. Okay. Ah, guck mal. Eine Map. Bodenplan von Decreto. Sehr schön, haben wir eine sehr Resident Evil 2-ige Map, ne? Gut. Und wir haben einen Verandaschlüssel. Coolio. Gibt's das für alle Plattformen? Da fragst du mich was. Ich nehme es ehrlich gesagt an, aber ich bin mir nicht sicher. Alone in the Dark. Schauen wir mal schnell, was Google sagt. Plattformen, iOS, DOS, Classic, Mac OS. Ich glaube, das ist das Falsche. Ja, das ist das Falsche, Alone in the Dark. aber ich glaube schon. Ich glaube, das wäre so ziemlich alles erschienen. Ja, Xbox, Windows, PlayStation 5 und so weiter. Okay. Verandaschlüssel. Ah, was ist das? Der Verandaschlüssel passt nicht in diese Box.
Damn it. Leider ist meine Schnapsflasche schon voll. Ich finde das auch lustig, dass sie mit ihrer Schnapsflasche durch das Haus geht und einfach alle Alkoholreste, die sie findet, so in ihre Flasche dazuschüttet, ne? Hier noch ein Schluck Whisky, da noch ein bisschen Wodka. Ah komm, das offene Bier, das lassen wir jetzt auch nicht verkommen. Rein da. Rein in die Flasche. So war das damals, ne? In den 50ern oder wann das Spiel spielt. Da war man da nicht so. Hi zusammen, hallo. Okay. Sehe ich auf der Map, wo ich. Achso, hier ist die Karte nutzlos. Ach, die ist nur für. Ach, die ist nicht für den Keller. Veranda. Mhm. Gut. Hey, Dankeschön, Brogard, für die 1,19. Freut mich sehr, Dankeschön. Danke für den super Chat. Wow. Okay. Gucken wir mal. Ich brauche den Schlüssel. Wo ist eigentlich hier Sheriff Harper die ganze Zeit? Was macht der eigentlich, während ich hier rumlaufe? Kann der auch mal was tun? Wenn ich das richtig verstehe, haben wir den eigentlich engagiert, damit der uns bei so Sachen hilft? Die Weltwirtschaftskrise. Präsident Hoover erhöht die Zölle für über 20.000 Importgüter, um die Arbeiter Amerikas zu schützen. Seit dem Zusammenbruch der Märkte an der Wall Street am 24. Oktober des letzten Jahres hat die amerikanische Wirtschaft schwer gelitten. Tausende Firmen sind bankrott und ein großer Teil der amerikanischen Arbeiter ist nun arbeitslos. Um das Ruder herumzureißen, hat Präsident Herbert Hoover das Smoot-Hawley-Zollgesetz unterschrieben. Durch das Regulieren des internationalen Handels hofft die Regierung, einen Anreiz für die US-Industrie zu schaffen, mit billigen Importwaren aus dem Ausland zu konkurrieren. Ich finde es übrigens so nice, dass das vorgelesen wird. Aberglaube verbreitet sich. In diesen schweren Zeiten profitieren Voodoo-Läden und spirituelle Medien in New Orleans. Während die Wirtschaft seit dem Schwarzen Donnerstag des letzten Jahres gebeutelt ist, wenden sich immer mehr Menschen den Hexendoktoren und Schlangenbeschwörern zu. Zum Tag des Johannisfests am 23. dieses Monats erwartet die Polizei noch gesteigerte Kultaktivitäten nahe des St. John-Sumpfs an der Südküste des Pontchartrain-Sees. Es gibt in dieser Region eine lange Tradition für Voodoo-Rituale am Johannistag, die bis zu den ersten Schlangenanbetern zurückreicht, die als Sklaven aus Westafrika verschleppt worden waren. Im 19. Jahrhundert sind diese Praktiken durch die legendäre Marie Laveau bekannter geworden und wurden seitdem von vielen Kreolen übernommen, aber auch von den überlebenden Aristokraten des französischen Viertels. Schriftstellerin sucht Zuflucht. Gerüchte bestätigt. Autorin Cassandra Beauregard hält sich in Decedo auf. Das Decedo Hospital ist ein altes Plantagengebäude an der Ostküste des Pontchartrain-Sees. Oft wird es als Irrenhaus angesehen, aber der örtliche Arzt Elmer Lee Gray bevorzugt den Begriff Erholungszentrum, einen Ort, den man aufsucht, um Ruhe zu finden. Die Liste der Patienten ist geheim, aber sie soll angeblich viele schwarze Schafe aus wohlhabenden Familien enthalten, denn in Decedo wird man ganz sicher nicht gratis behandelt. Die örtliche Schriftstellerin Cassandra Beauregard hat nun selbst zugegeben, dass sie sich hier aufhält. Sie gilt allgemein als eine der einflussreichsten kreolischen Stimmen und hat viele erfolgreiche Bücher geschrieben. Aus Hollywood wurde kürzlich vernommen, dass sie ein Manuskript für einen Film vollendet hat. Der Titel Slaughter Gulch. Der Film soll kommendes Jahr in die Kinos kommen. Na dann,
Slaughter Gulch, den schauen wir uns an. Also die Zeitung ist von 1930, ne? Wir sind also wahrscheinlich in den 30er Jahren. Außer es ist eine sehr alte Zeitung, sind wir vielleicht in den 40ern. Wer weiß. Ich brauche den Schlüssel. Hallo, ist hier jemand? Oh, guck mal, wie sie mit ihren Jedi-Kräften die Klingel bedient. Sie hält einfach nur die Hand hin. Nice. Nicht schlecht, Frau Emily irgendwas. Die Macht ist stark in ihr. Warte mal, wo ist denn die Eingangstür? Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich? Ach, da bin ich. Ah ja, die Eingangstür ist zu, das stimmt schon. Ich muss erstmal noch einen Schlüssel finden. Ich finde, David Harbour sieht aus wie Gronkh. Ja, genau, hast du schon geschrieben, ne? Kann ich nichts so wirklich sehen. Ah, ein bisschen, ich verstehe schon. Ach, ich muss da nur hingehen, dann kommt eine Cutscene und ich suche hier Schlüssel, wie blöd. Halt! Nicht! Nicht! Ach, guck mal, da ist ein anderer Charakter. Wissen Sie, wo ich Jeremy Hartwood finde? Mit ihm habe ich ja schon gespielt, da war eine andere Figur da. McCaffrey! Was machen Sie da? Ich sagte, lassen Sie das Kind nicht aus den Augen. Nur keine Sorge, Max. Ich finde den kleinen Wildfang. Wer sind Sie denn bitte? Und was machen Sie hier? Es tut mir wirklich leid, aber ich suche meinen Onkel. Er heißt Jeremy Hartwood. Was machst du hier, Kind? Du darfst nicht allein sein. Geh zu McCarthy. Wer sind Sie? Sind Sie hier für das Fai-Dodo? Geh nach oben. Sofort. Mein Name ist Emily Hartwood. Ich bin die Nichte von Jeremy Hartwood. Das ist Detective Carnby. Polizei? Was machen Sie hier? Nein, ich bin Privatermittler. Verzeihen Sie die Störung. Miss Hartwood sorgt sich um ihren Onkel. Er ist Patient hier in Dusseto. Könnten Sie uns sagen, wo wir ihn finden können? Kann ich nicht. Jeremy wird gerade vermisst. Wenn Sie Ihre Daten hinterlegen, dann werde ich mich bei Ihnen zurückmelden. Wie? Er ist weggelaufen? Nein, er verlässt das Haus nicht. Er ist hier irgendwo unsere beiden Pfleger suchen bereits nach ihm. Das ist unzumutbar. Schon. Wo ist Dr. Gray? Ich will sofort mit ihm sprechen. Schön. Ich werde ihn fragen. Warten Sie hier und fassen Sie nichts an. Möchten Sie Jeremys Zimmer sehen? Ihre Taschenlampe hier ist auch ein sehr natürlich wirkendes Accessoire, ne? Das findet bestimmt niemand seltsam. Habt ihr die Prolog-Demo mal gespielt? Ich habe die erst vor einem Monat oder so entdeckt, dass die überhaupt existiert, witzigerweise. Da spielt man das Mädchen nämlich. Danke. Ja. Die englischen Stimmen sind natürlich besser, ne? Wenn die Schauspieler sich selber sprechen, ist das natürlich irgendwie viel natürlicher und besser. Ist aber grundsätzlich wirklich gut. Sehen wir uns um, vielleicht finden wir was. Alone in the Dark hat auch was mit Übernatürlichem zu tun, oder? Ja, ja, total. Das ist so ein kosmischer Cthulhu-Horror. Ich hasse das Rätsel jetzt schon. Schieberätsel, mein Nemesis. Aber das sind nur 6 Felder. Ich glaube, das schaffe ich. Das schaffe sogar ich, glaube ich. Nach was für Dingen suchen wir? Ich habe noch nie an Ermittlungen teilgenommen. Briefe, Tagebücher, Rechnungen, alle möglichen Notizen. Ich glaube, das ist hier, hier so ein Brustkorbgerippe mit so tiefen Fugen und Hohlräumen zu machen aus Ton ist, glaube ich, verdammt schwer. Muss man schon sagen. Ich glaube, wer auch immer hier getöpfert hat, hat's drauf. Hinweis: Das Kollektanen-Buch. Was? Kollektanen. Kenne ich das Wort nicht oder lese ich das weird und das heißt eigentlich okay, whatever. In jeder Nacht steht der Schattenmann dunkel an der Schwelle meines Zimmers.
Erzählt die Tage, halt Gott. Bis meine Seele endlich meinen müden Körper verlässt. Nur seine bleiche Maske bewahrt mir den Rest meiner geistigen Gesundheit. Direkt in das Gesicht dieses Dämonensultans zu blicken, würde wohl die Zeit selbst zerspringen lassen. Hätte er für meinen Vater genauso ausgesehen, als dieser um sein Leben rang? Sucht dieses verschleierte Gesicht meine Nichte auf die gleiche Weise heim? Ey, die Bücher werden im Deutschen so leise vorgelesen. Ich könnte meiner Seele im sonnenbeschienenen Kloster von Taroea Ruhe schenken. Würde ich dich dort finden, Juan? Oder Signora Perusi, die aus dem Jenseits zurückgekehrt ist? Jede Nacht verstecke ich mich vor ihm. Ich flüchte von einer verzerrten Erinnerung zur nächsten. Ich erlebe Szenen, die aus der Fantasie und aus Fieberträumen heraufbeschworen wurden. Es sind Orte, die ich nicht einmal wirklich malen kann. Ich wünschte, ich könnte Ihren Tod verstehen, Signora. Gibt es irgendwas, was ich für Sie tun kann, außer Sie in dieser kargen Nekropole zu begraben? Diese triumphale Kapelle, die sich über die Bücher und die Öfen erhebt. Sie soll Ihr Grab sein. Die Bauern, danke schön. Können Sie ruhen und ich um Sie weinen. Dankeschön für die köstlichen Bits. Es ist wirklich, aber auch sehr unregelmäßig. Ne? Wir hatten auch schon lautere Bücher. Das ist jetzt wieder sehr leise. Wir haben hier 5 Seiten. Und ich habe gesagt, ich habe schon mal die ersten paar Stunden gespielt und ich habe nicht gecheckt, dass man hier umblättern kann. Meine Güte, haben wir viel Text. Dann hören wir uns das noch an. Von der Art, wie es geschrieben ist, ist das schon sehr Lovecraft-esque so. Ne? Ja. Let's go. Wie ist es Ihnen gelungen, solche Dinge zu erfassen, Signora? Wie konnten Sie wissen, dass der zerstörte Boilerkessel im Keller mich zum Lafayette-Friedhof bringen würde? Oder wie die alte Standuhr oben mit ihren astronomischen Motiven mich zum hasserfüllten Hügel beim Hafen von Clermont bringen der würde? Der hasserfüllte Hafenhügel. Meine Erinnerungen, meine Vergangenheit. Gibt es für mich vielleicht doch eine Chance? Der hackfleischhassende Zerhafenhügler. Ich will das mehr als alles andere. Bitte, mein Talisman soll mich dorthin bringen. Ich will neben Juan unter dem Bodibaum sitzen. Obwohl sie mir den Talisman verkauft hatte, enthüllte Miss Jackson, die Voodoo-Priesterin, mir keines ihrer Geheimnisse. Deswegen musste ich nach Tancre reisen. Stattdessen erzählte sie grausamerweise Baptiste, meinem Pfleger, dass er auf die grässlichste Art und Weise verraten und getötet werden würde. Dass die Person, die er liebte, sein Bein mit einem Speer durchstoßen und er von seiner eigenen Mutter verschlungen werden würde. Was für eine furchtbare Weissagung. Okay. Wer hatte bei der ersten Zeile, beim ersten Satz vom zweiten Absatz auch sofort den Song im Ohr? I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I came for real. Hallo, viel zu alt für. Ihr wisst, was ich meine, oder? Sorry, Miss Jackson. Okay. Nächste Seite. Ich weiß immer noch nicht, was Kolektanin bedeutet, aber wahrscheinlich irgend so ein 30er-Jahr-Wort. Die Menschen in der Seto werden gefährlich. Sie verstehen nicht, was sie tun. Ich muss etwas tun, um sie aufzuhalten. Ich habe versucht, mit Dr. Gray zu sprechen, aber er verwechselt meine Sorgen mit anderen. Er ist darin gefangen, mich behandeln zu wollen. Wie kann er nur glauben, dass ich mit Medizin und Gesprächen zu heilen sein könnte? Die Pfleger, die Haushälterin und die Patienten sind alle verrückt. Sie werden das Böse in diese Welt rufen. Alles wird untergehen. Alles. Es sei denn,
Ich kann den Sekretär finden, Mr. Waits. Er schien mir bei klarem Verstand zu sein. Oder vielleicht Borgard. Ich habe mal schnell gegoogelt und puzzelt anscheinend auch. Lese ich gerade im Chat. Das ist eine private Sammlung von Informationen, allerdings keine Tagebücher oder Reiseberichte. Okay, anscheinend differenziert man da irgendwie. 1685 schrieb der englische Aufklärungsphilosoph John Locke, den kennt man, auf Französisch die Abhandlung über Collectanéen, welche 1706 ins Englische unter dem Titel A New Method of Making Commonplace Books übersetzt wurde. Na dann. Dann schauen wir uns mal die letzte Seite, die vorletzte Seite des Collectanéen-Buches an. Eine der privaten Sammlung von Informationen, die aber keine Tagebücher und keine Reiseberichte sind. Der Schattenmann hat mir ein Gefängnis angeboten und ich habe es angenommen. Ich habe diesen ungerechten Vertrag unterschrieben und bin einen dunklen Pakt mit ihm eingegangen. Alle werden sicher sein, außer mir. Außer mir. Versteht ihr eigentlich, was die sagen? Muss ich irgendwie noch ein bisschen rumbasteln, dass das lauter wird? Kann man das verstehen? Ach so, auf der letzten Seite haben wir nur noch Zeichnungen. Wir haben eine Sonne, die eine Kirche verbrennt. Wir haben Pharaonen, die irgendwelche Zeichen halten. Wir haben zerbrochene Dingsies und irgendwie so ein astrologisches Dingy. Hey Arthur. Coolio. Okay. Gut. Bemalte Scheibe. Gut. Sag bloß, die gehört da hinten rein. Tada! Ach so, genau, ich kann mich erinnern, ich habe das ja schon mal gemacht. Das ist nicht mal ein Schieberätsel, zum Glück. Das ist das einfachste Rätsel im Universum. Leichtestes Videospielrätsel ever. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Sieht aus wie ein Talisman. So wie dieser hier? Könnten Sie ein Messer für die Leinwand suchen? Ich will das hier mitnehmen. Sie wollen das Bild mitnehmen? Klar, ich suche eins. Ich habe auch noch diese Röhre gefunden, für den Transport. Wollen Sie es tragen oder soll ich? Jetzt ist der Wahnsinn auf uns übergesprungen. Emily? Ich nehme es. Danke. Wir sind hier fertig, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Ich denke, wir sollten mit Dr. Gray reden. Er muss doch wissen, was hier vor sich geht. Na gut. Machen wir das. So gucke ich auch immer, wenn mein Holy alle ist, ja. Wenn mein Becher leer ist. Kommen Sie, ich will hier nicht übernachten. Detective Carnby? Wohin sind... Ich will nicht sagen, Peter. Wird wahrscheinlich auf den verschiedenen Plattformen auch unterschiedlich sein, der Preis. Was ist das für ein Ort? Ich kann mal gucken auf Steam. Schauen wir mal. So, wir sind irgendwie plötzlich in Paris gelandet. Wer weiß?
Auf Steam kostet es aktuell 10% reduziert, 53,99, ansonsten 60 Euro. Kann man wahrscheinlich auf den Konsolen nochmal einen Zehner draufrechnen, so, ne? Weiß ich jetzt aber gar nicht auswendig. Kakerlaken. Also die hygienischen Maßstäbe hier in dem Haus sind echt nicht so toll, ne? Ist das jetzt nicht irgendwie auf Resident Evil 7 Niveau? Das Essen im Keller sieht schon noch gut aus. Aber so viele Ratten und Kakerlaken überall. Tagsüber, bei Licht, an den Wänden. Ja, würde ich schon mal irgendwie was machen. PlayStation Store 60 Euro. Okay. Zombie. Okay, nehmen wir Pistolenkugeln. Das Zielen fühlt sich einfach wack an in dem Spiel. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das Kampfsystem ist leider die große Schwäche. Aber schauen wir mal. Was zur Hölle war das Ding? Au! Watschen aus dem Hinterhalt. Ne, es sieht auch wack aus, wie die Figuren umfallen und die Treffer und sowas. Da hat das Spiel leider seine Schwäche. Da merkt man dem Spiel stark an, dass es halt doch eher ein kleineres Budget hatte. Und ich finde, da hätte man sich nicht so sehr. Aber ne, wie gesagt, hört euch 18 Uhr den Podcast dazu an. Da reden wir da ausführlich drüber. Aber ja. Das kann nicht sein. Ich habe einen Stein gefunden. Damit werfe ich jetzt die Laterne aus. Die ist eh schon aus, aber jetzt ist sie noch außer. Heilung. Ach ja, warte, ich könnte tatsächlich einen Schluck nehmen, ne? Schütten wir ein bisschen Mülleimer-Schnaps in unsere Flasche. Es gibt ein gutes Aroma. Let's go. Da kann ich nicht lang. Mülleimer-Schnaps ist der beste Schnaps. Da waren wahrscheinlich noch so, weißt du, so ein paar Reste in irgendeiner weggeworfenen Wodkaflasche. Kommt gleich rein in die Mischung. Alone in the Dark ist das, Matthias. Das Reboot der Reihe. Ich will nicht wissen, wie das schmeckt, was sie in ihrer Flasche mittlerweile zusammengemischt hat. Oh, Red escalated quickly. Das ist komplett anders als mit ihm. Emily? Sind Sie das? Wie sind Sie hergekommen? Ich war in der Shadow. Auf der Suche nach Onkel Jeremy. Jeremy ist Ihr Onkel? Das wusste ich nicht. Woher auch? Arbeiten Sie noch in der Shadow? Ja, Lottie und ich sind geblieben. Wir sind jetzt echte Pfleger. Sie erinnern sich an meine Schwester Lottie? Was ist passiert, Baptiste? Wie kamen wir her? Wissen Sie vom Schattenmann, der Ihren Onkel heimsucht? Ich bin vertraut mit seinem Geisteszustand. Ich glaube, irgendwie sind wir in seinem Kopf. Denn diese Straßen sind echt, aber sie finden sich auf keiner Karte. Nein, das hier ist wie eine Erinnerung. Aber eine falsche. Wissen Sie, wie wir zurück nach Dorsetto kommen? Ich bin hier nicht sicher. Das ist leider nur allzu wahr, Mrs. Marcus. Lassen Sie das. Ich bin Emily Hartwood. Und es gibt keinen Grund, mich anders zu nennen. Tut mir leid, Miss Emily. Ich versuche Ihnen nur zu sagen, was los ist. Dieser Ort ist für niemanden sicher. Etwas Böses lauert in den Schatten. Wie komme ich zurück? Nur Jeremy weiß wie. Er hat diesen Juju-Anhänger, der ihn führt. Meinen Sie diesen Talisman? Mhm. Genau sowas. Er sagt, dass er ihn beschützt.
seit er ihn von Miss Jackson die Straße runtergekriegt hat. Sie wissen, woher er kommt? Waren Sie da? Ich war erst vor einer Stunde dort, hab Jeremy gesucht. Hab abgeschlossen, um die Ghule draußen zu halten. Sie können den Schlüssel haben. Danke. Ich seh's mir an. Passen Sie auf, Miss. Okay. Bleiben Sie hier? Eine Weile. Wir sehen, ob Jeremy auftaucht. Eine rostige Rohr. Ich wollte gerade sagen Rohrzange, aber stimmt, es ist ein Rohr. Einfach nur ein Rohr. Ah, was ist das? So. So ungefähr sieht der Nahkampf im Silent Hill 2 Remake auch aus, ne? Nicht sehr gut. Oh oh, guck mal. Das Gegnerdesign finde ich schon irgendwie cool. Man weiß nicht, was das ist, ne? Man weiß nicht, was das sein soll. Irgendwie sind da zwei kopflose Torsos miteinander verschmolzen. Und jetzt geht der einfach. Was ist denn los mit dem? Hallo? Wir haben noch was zu klären. Erinnert dich gerade an Fallout. Aha. So ist das. Oh, guck mal. Tausche Rohr gegen Axt. Beil. Gibt es da einen Unterschied? Sind eigentlich Axt und Beil Synonyme? Oder gibt es da einen Unterschied? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es spielt sich besser, als es mit anzusehen ist. Ja, leider nicht viel zu alt für. Leider tatsächlich nicht. Ah! Was? Warum ist der Ziegelstein gerade explodiert? Was war das bitte? Habe ich eine Kerze geworfen? Ich weiß nicht, das war wahrscheinlich ein Molotow-Cocktail, aber... wieso brennt der plötzlich? Ich hab den nicht angezündet oder so. Okay, cool. Ich beschwere mich ja gar nicht. Ist eh gut. Ui, 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 ui. Das muss Miss Jacksons Salon sein. Miss Jackson? Sehen wir mal, ob wir mehr über Jeremys Talisman herausfinden können. Ich finde, Miss Jackson muss man sehr hoch aussprechen, sonst fühlt sich's falsch an. Sie hätte reingehen sollen und sagen, das muss Miss Jacksons Büro sein. Dann wäre es natürlich, ne? So muss das sein. Das sieht genau wie Jeremys Talisman aus. Aha, Beile sind kleine Äxte, sozusagen. Oder andersrum.
ein alter Talisman, der über Jahrhunderte hinweg verändert wurde. Die eingravierten Zahlen erscheinen weniger als 100 Jahre alt zu sein, aber die Basis könnte aus der Antike stammen. Der polierte schwarze Sonnenstein in der Mitte hatte einen gläsernen Schimmer und erweckt ihn. Was? Und erweckt ihn und wird... Ach so, und erweckt hin und wieder den Eindruck, ein Bild in seinem Inneren zu verbergen. Ich glaube, das soll den Talisman beherbergen. Tada, jetzt brauchen wir nur noch den Code. Den Code finden wir aber, glaube ich, auf irgendeinem Dokument. Und zwar hier. Hören wir uns das Ganze mal an. Talisman mit schwarzem Sonnenstein. Ein altes Navigationsgerät, das in einem Hain im Sumpfland gefunden wurde. Das alte Grab war von Ölbohrern entdeckt worden. Dabei soll ein herumziehender Teufel freigesetzt worden sein, der die Arbeiter niedergemetzelt hat. Laut Stern sind 3 Zahlen nötig, um eine Brücke zwischen den Weiten der Träume und der Erinnerung zu spannen. Das ist nicht mein Ziel, aber es ist ein Anfang. 3, 5, 8. So, ganz kurz, ich muss schnell was schreiben. Moment, ich bin's gleich. Okay. Gut. 3, 5, 8. Ich bin mir nicht sicher, welche Zahlen ich verwenden soll. Ich schon, Vielleicht Emily. Vielleicht findet sich etwas in Jeremys Notizen. Ich Notiz. Schon. Ich bin mir sicher, Emily. Hi, Finch. Jo, wir haben heute mal früher angefangen. Was ist das für ein Bild in Ich habe noch Glas? Einen Termin, nämlich. Vampire Wo ist Girl, das? Hallo. Oh, eine Tür öffnet sich. Okay, sonst ist hier nichts. Dann ab. Ah, schön, Sie wiederzusehen, Miss Hartwood. Miss Thompson hat Sie angekündigt. Sie hat mir auch gesagt, Sie hätten einen Detective dabei. Ich bin gespannt zu erfahren, was das alles zu bedeuten hat. Hat er gerade kurz über sich selber drüber geredet? Irgendwie Sie schon, ne? Sie erinnern sich nicht an mich, oder, Miss Hartwood? Wir trafen uns im Haus Ihrer Familie im Gartenviertel, bevor Ihr Onkel meiner Pflege übergeben wurde. Nein, ich erinnere mich. Verzeihung. Mir geht's nicht so gut. Oh, dann setzen Sie sich doch. Ich mache Ihnen einen Drink. Ich bin so durstig heute, ey. Ich scheine bei Ihnen keinen Eindruck hinterlassen zu haben. Erst seit einer Stunde Andererseits und alles schon kann weg. Ich mich gut an Sie und Ihre Eltern erinnern. Wegen unseres fröhlichen Gemüts sicherlich. Sie sind zu intelligent, um das zu glauben. Sie entstammen einer freudlosen Familie, Miss Hartwood. Das einzige Vergnügen an diesem Besuch war, Ihren Lieblingsdrink zu erfahren. Einen Old Fashioned. Gut beobachtet. Wie wollen Sie damit wirken? Aufmerksam oder intelligent? Was immer Sie vorziehen. Möchten Sie mir dann sagen, warum Sie hier sind, Miss Hartwood? Und dann noch mit einem Detective? Ich erhielt einen Brief von meinem Onkel. Er schien sich sicher, hier in Gefahr zu sein. Wenn herauskommt, dass Sie ihn schlecht behandeln, nehme ich ihn mit zurück nach New Orleans. Wirklich? Soll er mit Ihnen in Ihrer kleinen Garçonnière leben? Damit würden Sie absolut sicher gehen, als alte Jungfer zu enden. Sie wissen ja sicher, dass Ihr Vater ihn nie zurück in sein Haus lassen würde. Nein, ich weiß es. Vielleicht bringen Sie ihn ja wieder in den Norden. Sie wollten doch schon seit Jahren zurückziehen, nicht wahr? Sie haben schon immer die Familie Ihrer Mutter bevorzugt. Jeremy kann gerne mit Ihnen gehen. Das ist mir gleich. Es gibt aber ein Problem, wie Sie vielleicht wissen. Er wird gerade vermisst. Wissen Sie, wo er sein könnte? Nein, ich fürchte nicht. Meine Leute suchen nach ihm.
Ich bin sicher, er wird wieder auftauchen. Wie Wallace vor und allem, Gromit. Wenn er hört, dass Sie hier sind. Er mag Sie wirklich gern. Was können Sie mir zu seinem Zustand sagen? Ich habe nie eine Diagnose erhalten. Was ist Ihre medizinische Meinung dazu? Also, mal sehen. Er ist ein ängstlicher Mensch, depressiv sogar. Er leidet an einer empfundenen Unordnung in seinem inneren und äußeren Leben. Er beklagt sich ständig darüber, dass die Dinge nicht entsprechend ihrer göttlichen Ordnung ablaufen. Und der Schattenmann? Schwer zu sagen, ob das was Bestimmtes war. Jeremy nutzt den Schattenmann als seelischen Sündenbock, um sich nicht der Wahrheit zu stellen, dass er an irgendwas schuld sein könnte. Sie glauben nicht daran, dass der Schattenmann wirklich übernatürlich ist. Warum fragen Sie denn sowas? Kann man sich sicher sein? Ob der Schattenmann eine böse Präsenz ist, die von Jeremy Besitz ergriffen hat? Naja. Ich versichere Ihnen, jegliche Beweise, die Sie für diese Behauptung haben, sind reine Einbildung. Verfallen Sie nicht der Massenhysterie, Miss Hartwood. Sie wollen doch sicher nicht den Platz Ihres Onkels hier einnehmen, oder? Ich gehe jetzt, Doktor. Ich muss weiter meinen Onkel suchen. Sicher, Miss Hartwood. Ich sage Bescheid, wenn er auftaucht. Na dann, Wallace. Kapitel 2. Detective Kernby! Gott, bin ich froh, Sie zu sehen. Ich hatte Angst, Sie wären weg. Ich? Sie waren doch verschwunden. Das ist schwer zu erklären. Ich war wohl ohnmächtig, als wäre ich woanders hingegangen. Ist schon gut, Miss. Sie sind sichtlich verstört. Nein, es ist... Ich weiß nicht, was passiert. Das ist alles sehr stressig für Sie. Ich verstehe das. Oh, nein, das verstehen Sie nicht. Atmen Sie tief durch. Setzen Sie sich und rauchen etwas Perique. Wenn Sie wollen, fahre ich Sie zurück nach New Orleans. Ich will nur vorher mit Dr. Gray sprechen. Ich will bleiben. Ich habe einen Talisman gefunden, wie der im Bild. Ich glaube, ich kann herausfinden, wo Taroea ist, wo Jeremy hin wollte. Das ist gut. Nur machen Sie keinen Ärger, ja? Und lassen Sie mich ermitteln. Ich bin nicht verrückt, Detective. Noch nicht. Gut, wir sehen uns später. Gut. Gut, dass du noch gesagt hast. Ich hatte schon Angst, du wirst nie verrückt. Gut. Dann sehen wir uns später, wenn du verrückt bist. Wenn ein Talisman wie dieser hier Tore zwischen dem französischen Viertel und der Shadow öffnen kann, dann versteckt sich Jeremy vielleicht in einer anderen, seltsamen Welt. Einer Welt wie Taroea, die er in seinem Buch erwähnt hat. Egal wo er ist, es ist klar, dass meine Suche sich nicht nur auf der Shadow konzentrieren kann. Also irgendwie ist der Topf viel zu groß für den Platz, der auf dem Tischchen da noch wäre, oder? Das heißt, wahrscheinlich hat jemand das Buch und die Tasse da erst hingelegt, nachdem der Topf runtergefallen ist. Weil Topf und Büste, das geht. Aber da noch ein Topf dazwischen, das geht nicht. Das heißt, irgendjemand hat beschlossen, dass er da Tasse und Buch hinlegt. Weißt du, so der Topf fällt runter, liegt am Boden, überall Scherben und Dreck. Nur wenigstens habe ich jetzt Platz, um endlich meine Tasse abzustellen. Und dann ist die Person einfach gegangen. Okay, vielleicht wurde der Topf sogar böswillig ermordet, damit Platz für die Tasse ist. Die Tasse ist der Täter. Ha! Fall gelöst. Dann können wir wieder nach Hause fahren, Emily. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich die Tasse zerschießen kann. Finde ich sehr gut. Danke für dieses Erlebnisspiel. Paul, du hattest recht, was die Platten auf dem Boilerkessel und der Uhr angeht. Sie wurden absichtlich zerstört und ich habe einen Verdacht, wer dahinter steckt. Das hat mit Jeremys Episoden zu tun und damit, dass er nachts scheinbar verschwindet. Es ist jetzt wirklich wichtig, dass du die Augen nach den fehlenden Stücken offen hältst. Ich will sehen, ob ich die Platten reparieren kann. Lass es mich wissen, wenn du welche findest. Lottie. Sag Lottie, dass sie sich den Brunnen im Küchengarten mal ansehen soll. Genau. Ins Porzellangefängnis zu den
viel zu heißen Teekannen und den fliegenden Untertassen. Zimmerschlüssel Nummer 6. Dr. Elmoli Gray ist der Oberarzt in Dursado. Aber die Buchhaltung und Verwaltung obliegen mir, Paul Waits. Magdalene Thompson oder Max ist für den Haushalt zuständig. Jean-Baptiste und Charlotte Bois kümmern sich um die medikamentöse Versorgung unserer Gäste. Und dann wäre da noch unser Gärtner, Jack Chance. Manchmal kann man ihn im Wintergarten antreffen, aber meistens hat er draußen zu tun. Momentan beherbergt der Shadow 6 Gäste. Wer ist denn Lottie? Malcolm McCarthy und Ruth Talon halten sich im ersten Stock auf. Jeremy Hartwood, Elisabetta Perosi, Grace Saunders und natürlich Cassandra Bogart leben im zweiten Stock. Okay. Deponia. Ah, okay. Die Stimme. Ist das nicht Ichigo aus Bleach? Weiß ich nicht. Sieht stabil aus. Glaube nicht, dass ich das aufkriege. Na komm. Patientenakten. Cassandra Bogart, die berühmte Schriftstellerin. Aufregend, nicht wahr? Was sollen wir unter Grund für die Aufnahme eintragen? Das, was ihr Agent uns gesagt hat. Der ist viel lauter. Cassandra leidet unter einer Schreibblockade und sie muss ihr Drehbuch bis Ende Juni fertigstellen. Mr. Chardot legt nahe, dass Cassandra häufig auf Betäubungsmittel zurückgreift und somit Gefahr läuft, ihre Karriere zu ruinieren. Und wie sollen wir ihren Lebenslauf zusammenfassen? Das könnten die echt nochmal neu abmischen vielleicht. Halten wir diesen Teil kurz. Cassandra Bogart ist eine erfolgreiche Krimi-Autorin, deren Talent sie aus ärmlichen Verhältnissen zu Star-Ruhm gebracht hat. Vor 5 Jahren hat sie versucht, sich umzubringen, indem sie von einem Balkon gesprungen ist. Dadurch wurde sie versehrt. Nun ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Und wie sieht es mit der ersten Diagnose aus? Durch die Folgen ihres Selbstmordversuchs leidet Cassandra unter chronischen Rückenschmerzen. Sie verabreicht sich selbst Morphium, um gehfähig zu sein. Doch inzwischen ist sie abhängig davon und die gewünschte Wirkung tritt nicht mehr ein. Der Drogenmissbrauch vernebelt ihre Sinne und sie kann sich nicht mehr auf die Realität konzentrieren. Da sie das nicht wahrhaben will, denkt sie sich Geschichten aus, die die Lücken in ihren Gedankengängen stopfen sollen. Das erinnert an das Korsakow-Syndrom. Bravo, Doktor. Wie wollen Sie sie behandeln? Zunächst einmal müssen wir sie von ihrer Drogensucht entwöhnen und hoffen, dass damit auch ihr zwanghaftes Lügen ein Ende hat. Danach sollten wir versuchen, ihre Rückenschmerzen durch eine Operation zu beheben. Schließlich müssen wir uns um ihre Selbstmordgedanken kümmern. Fantastisch. Es ist aber nicht mehr lange bis Juni. Ich hoffe, sie erholt sich schnell. Wir werden unser Bestes tun. Sehr gut abgemischt, das alles, ne? Die Texte. Auf Englisch ist mir das nicht so aufgefallen. Aber im Deutschen stimmt da wirklich gar nichts. Das ist schon lustig. Und woher kommt die Patientin? Was macht die denn so den ganzen Tag? Die Patientin geht gerne baden im Sommerteich. Okay, danke. So ungefähr. Meine Güte. So, ich mache jetzt mal die nächste Seite an. Aber ich gehe jetzt kurz pinkeln währenddessen. Aber ich lasse euch das laufen, damit es nicht so langweilig wird. Bin gleich wieder da. Grace Saunders, 11 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? Ihre Mutter besteht darauf, dass Grace von einem anständigen Gentleman streng überwacht wird, um zu vermeiden, dass ihr Heranwachsen noch schlimmer pervertiert wird. Lebenslauf? Grace kommt aus einer Familie von mittlerem Wohlstand und Ansehen. Ihre Kindheit wirkt gewöhnlich. Die meiste Zeit hat sie mit Privatlehrern und Freunden der Familie verbracht. Grace' Vater ist kürzlich verstorben und nun ist ihre Mutter die einzige Bezugsperson. Und wie sieht es mit der Diagnose aus? Grace kommt mit dem Tod ihres Vaters nicht gut klar. Sie unterdrückt ihre Gefühle diesbezüglich mit Absicht und kann daher das Trauma nicht angemessen verarbeiten. Pläne für die Behandlung? Es fehlt Grace an nichts Besonderem. Sie braucht elterliche Führung. Vielleicht können wir bei ihren Gefühlen für ihren Vater ansetzen. Danke, Doktor. Ich kümmere mich um den Papierkram und weise Sie ein.
willkommen. So, da bin ich wieder. Oh, vielen, vielen Dank für die Bits. Welcome! Und danke für die Random Sounds, viel zu alt für, auch wenn ich den ersten befasst hat. Aber der die Fragen stellt, ist wirklich der aus Bleach. Ey, ich habe das Gefühl, die drei Viertel der deutschen Videospiel- und Synchronsprecherpersonen Dingsy ist auch irgendwo in Animes zu hören. Okay. Weiter geht's. Malcolm McCarthy. Malcolm McCarthy, 54 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? McCarthy hat sich selbst in The Cello eingewiesen und einfach nur angegeben, dass er... Ey, das, wisst ihr, wie sich das anhört? Als hätten das die Leute nicht in einem Studio, sondern daheim an ihrem Rechner aufgenommen und das wäre dann eingeschickt worden und ohne, dass irgendjemand nochmal irgendwie drüber gehört hat oder das irgendwie einen Kompressor durchlaufen lassen hat oder so, haben die das einfach aneinander gestückelt und fertig. So klingt das. Wahrscheinlich ist es auch genauso passiert oder so ähnlich. Malcolm McCarthy, 54 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? McCarthy hat sich selbst in The Cello eingewiesen und einfach nur angegeben, dass er endlich mal seine verdammte Ruhe brauche. Lebenslauf? McCarthy behauptet, er habe als Anwalt in Baton Rouge gearbeitet, aber er könne wegen eines Rechtsstreits nicht ins Detail gehen. Sein Hintergrund bleibt daher weitgehend mysteriös. Nur ab und an lässt er in Gesprächen etwas durchsickern. Hm. Meinung zur Diagnose? McCarthy ist ein neurotischer Mann und ein Alkoholiker. Er erzählt des Öfteren Halbwahrheiten, weil er tief im Inneren nicht in der Lage ist, anderen zu trauen. Wie werden Sie das behandeln? Es wird Zeit brauchen, bis McCarthy sich uns öffnet. Es dürfte ihm guttun, Zeit mit Jacks Hund oder mit dem Kind zu verbringen. Deren harmlose Art wird helfen, ein Gefühl für Vertrauen aufzubauen. Vielen Dank, Doktor. Ich frage mich auch, wer die zweite Person ist, ne? Weil was wir hier finden, sind Akten. Das sind Überschriften und dann das, was der Arzt da anscheinend geschrieben hat. Aber wer ist denn hier der Fragensteller eigentlich in diesem... Was? Okay. Elisabetta Perosi, 33 Jahre alt? Was soll ich beim Grund für die Aufnahme notieren? Ah, die Frage ist hiermit beantwortet. Das ist quasi der Sekretär oder irgendein Pfleger oder was weiß ich was, der im Grunde die Daten vom Arzt aufnimmt und hier notiert. So ist das Dokument entstanden. Alles gut. Elisabetta Perosi, 33 Jahre alt? Was soll ich beim Grund für die Aufnahme notieren? Nun ja, Perosi ist in The Shadow eingebrochen und wir haben sie gefunden, als sie im großen Salon herumspaziert ist. Sie war verwirrt und litt unter teilweise Amnesie. Sie bestand darauf, dass sie hierher gehöre und bot an, für ihren Aufenthalt zu bezahlen. Richtig. Was halten Sie von dieser Geschichte? Perosi behauptet, sie sei ein Mitglied der Künstlerkolonie gewesen, die vor etwa 20 Jahren hier gelebt hat. Diese Behauptung passt natürlich nicht zu ihren jungen Jahren. Sie ist erst 33 Jahre alt. Damit wäre sie damals ein Kind gewesen. Wir können also guten Gewissens davon ausgehen, dass sie nicht die Wahrheit sagt, ob ihr das bewusst ist oder nicht. Haben Sie schon eine erste Diagnose? Perosis Geschichte ist seltsam, weil sie ihre Behauptung zur Künstlerkolonie wieder zurückgenommen hat. Sie behauptet jetzt nicht mehr, sie sei die gleiche Person wie Elisabetta Perosi. Dennoch haben meine Leute bestätigt, dass es damals hier eine Perosi gab, die in ihren frühen 30ern war. Ich fürchte, es wird eine Weile dauern, bis wir diesen Fall aufgeklärt haben. Wie wollen Sie das anstellen? Ich wollte die echte Perosi kontaktieren, aber offenbar ist die gesamte Kolonie am 29. September 1915 über Nacht einfach verschwunden, während eines schweren Sturms. Ich werde es langsam angehen müssen und ich muss herausfinden, was dieser Anfall von falscher Identität ausgelöst haben könnte. Ich bin sicher, am Ende wird sich alles aufklären.
Danke, Doktor. Perosi ist das Passwort. Bei Umbrella wäre es so. Nee, für Umbrella wäre das Passwort viel zu komplex und zu lang. Zu viele Buchstaben und es wiederholt sich kein einziger. Das müsste man anders machen. Peppo würde vielleicht gehen, aber auch schon zu komplex eigentlich. Achso, warte. Stopp. Nein, wenn, dann machen wir es richtig. Ich weiß, niemand will es hören. Niemanden interessiert es. Aber wenn, dann schauen wir uns alle Akten an. Auch die letzte von Ruth Talent. Let's go. Die ziehen wir uns noch rein jetzt. Wenn die schon vorgelesen werden, ne? Die nehmen mir hier quasi die Arbeit ab. Her damit. Ruth Talent, 29 Jahre alt. Grund für die Aufnahme? Ruths Vater verlangt, dass seine Tochter für die nächste Zeit dem Nachtleben von Wallens fernbleibt. Er befürchtet, dass ihr offenherziges Wesen dem Ruf der Familie schaden könnte. Klingt nach keinem schweren Fall. Lebenslauf? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ruths Familie ist sehr wohlhabend. Sie besitzt mehrere Hotels und Restaurants. Im Gegensatz zu ihrer restlichen Sippe ist Ruth abenteuerlustig, was sie um die halbe Welt geführt hat. Sie war im Großen Krieg sogar Fotojournalistin in Frankreich. In den letzten 10 Jahren hat sie so manches Gerücht befeuert, sie sei eine verdorbene Flapperin oder sogar eine Nymphomanin. Haben Sie eine Diagnose? Obwohl die Gründe ihres Vaters, sie hier einzuweisen, albern sind, stellt sie doch einen interessanten Fall dar. Sie hat eine erfrischend offene Art und scheut sich nicht, über ihr Leben während des Krieges zu reden oder die anhaltenden Siegesfeierlichkeiten nach ihrer Rückkehr in die Staaten. Sie gibt zu, sexuell pervers zu sein und empfindet das nicht als falsch. Und der Behandlungsplan? Der Aufenthalt in DeSedo allein sollte schon Wunder bei Ruth wirken. Zumindest jedenfalls für den Ruf ihrer Familie. Es besteht kein Grund für Ruth, sich zu ändern. Aber mit der richtigen Therapie könnten wir dafür sorgen, dass sie ihrer Familie gegenüber etwas einfühlsamer wird. Ich bezweifle schwer, dass sie ihren Lebensstil ändert und so öde wie ihre restliche Familie wird. Aber vielleicht wird sie sich ja künftig etwas diskreter benehmen. So, jetzt erklär mal uns allen, was eine Nymphomanin ist. Das ist ein altes, veraltetes Wort aus den frühen, dunklen Zeiten der Psychoanalyse, wo weibliche Personen, die ganz normalen Sex hatten, ganz normale Leute waren, die einfach nur halt einfach Sex hatten, quasi als pervers gesehen wurden, weil Frauen haben gefälligst keinen Sex zu haben, wenn nicht der eine Mann, für den sie vorgesehen sind, zustimmt und das einleitet. Ansonsten sind die gefälligst krank und gehören weggesperrt. Das ist eine Nymphomanin. Okay, let's go. Außer Jeremys. So, da haben wir noch ein was. Den Kessel reparieren. Ich habe Ihren Zettel im Kesselraum gesehen. Sie sollten wissen, dass Mr. Chance nicht wiederkommen wird. Ich selbst habe dort drin auch nichts verloren. Aber Sie können ein Ventil aus dem Weinkeller nehmen und damit probieren, ob Sie den Dampfaustritt beenden können. Seien Sie vorsichtig. Du hast recht viel zu alt für. Da, es gibt einen Alone in the Dark-Film und der ist schrecklich schlecht. Das ist sogar ein Uwe Boll-Film. Oh mein Gott, ich habe den gesehen, das ist so lange her. Der ist so scheiße und hat absolut nichts mit irgendwas zu tun. Logisch, ist ja auch ein Uwe Boll-Film. Hat absolut nichts mit irgendwas zu tun, was mit Alone in the Darkness zu tun hat. Meine Güte. Okay, ja, den habe ich verdrängt, glaube ich. Den habe ich verdrängt. Und was ist Sex? Ich glaube, ich darf das Wort nicht zu oft sagen, sonst wird das Video demonetarisiert auf YouTube. Also ehrlich gesagt, auch wurscht. Das ist ein biologischer Fortpflanzungsprozess, den alle Lebewesen auf die eine oder andere Art vollziehen, wenn sie sich reproduzieren. Außer natürlich irgendwie Organismen, die sich durch Zellteilung oder so fortpflanzen. Dann nicht. Okay, können wir jetzt weitermachen? Haben wir den Aufklärungsunterricht abgeschlossen, den Sexualkundeunterricht? Gut. Ich brauche den Schlüssel. Dann gehen wir jetzt weiter. Für alles Weitere, für alle weiteren Fragen leite ich euch gerne an Dr. Sommer weiter. An das Dr. Sommer-Team.
Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Was machen wir jetzt eigentlich? Vor lauter Texte vorgelesen bekommen und im Chat gucken, weiß ich überhaupt nicht mehr, was los ist. Wir haben einen Zimmerschlüssel Nummer 6. Aha. Jetzt wartet mal kurz. Jetzt muss ich noch mal... Ah, Quatsch. Jetzt muss ich noch mal kurz in das Dokument hier schauen. Patientenakten. Wo ist denn Zimmer 6? Wer ist denn Zimmer 6? 8, 7, 1, 6. 6 ist Elizabeth Perossi. Perossi, Perossi, Perossi. Und jetzt schauen wir auf die Karte. Wo ist Perossi? Perossi, oben. Treppe hoch. Oben, oben hinten. Wo zur Hölle bin ich eigentlich? Okay. Die waren vorher nicht hier, oder? Oder bin ich woanders, wie ich dachte? Ich weiß es nicht. Ah, ich bin wirklich, glaube ich, woanders. Ich bin in der Galerie. Okay, okay, okay. Genau. Na, nix. Auch kein Schnaps, den wir ein bisschen in unsere Sammelflasche kippen wollen. Na gut, okay. Überall. Ich finde das lustig, dass in allen Kisten immer so 2, 3 Pistolenkugeln liegen. Ja, vielleicht war das damals so in den USA. Kann ja sein. Was für ein seltsamer, aber schöner... Zettel, wollte sie sagen, bevor ich sie unterbrochen habe. Was für ein seltsamer, aber schöner Zettel mit diesen wohlgeformten Tintenklecksen. Herrlich. Ich habe es getan. Ich habe die Schwellen zu meinem Ziel ohne ein Fokusgerät überschritten. Mein Talisman kennt nun diese Wege und die Scheiben sind nicht länger nötig. Ich kann den Weg nach Lafayette ebenso leicht finden wie den zu meinem Zimmer. Ich habe das Grab meines Vaters besucht und den Ofen gesehen, der auf mich wartet. Danke, dass du diese Türen geöffnet hast. Ich muss nun meinen Mut zusammennehmen und zu diesem verhassten Hügel beim Ölförderturm zurückkehren. Ich hoffe, dass es dir besser geht, wenn ich zurückkehre. Jeremy. Immer dieser Hackfleisch-verhassende Zerhasshügler. Der kommt jetzt schon öfter vor, ne? Bin gespannt. Oh oh. Sind das Tierkreiszeichen? Wie viel gibt's denn? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ein bisschen viel. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das können wir einfach. Das machen wir jetzt. Okay, ich mach's. Leute, ich mach's. Nehmt euch einen Tee. Nehmt euch ein bisschen Zeit. Das Rätsel lösen wir jetzt einfach so. Weil das dauert nicht so lange tatsächlich. Da sind wir schnell durch. Ich hoffe, das Rätsel lässt sich jetzt lösen, ne? In Resident Evil 2 habe ich alle Spinte genauso geöffnet. Ist alles halb so wild. So, guckt, mit dem ersten sind wir schon durch. Auf zum nächsten. Okay, weiter geht's. Oh, wenn das jetzt nicht funktioniert, bin ich aber sauer. Ohne Scheiß, Spiel. Das musst du mir jetzt schon erlauben. Wenn du schon so wenig Kombinationsmöglichkeiten einbaust, dass ich das einfach brute-forcen kann, dann musst du mir aber auch bitte wirklich die Möglichkeit dazu geben, dass ich das brute-force. Weil sonst wäre das jetzt schon sehr gemein. Na komm schon. Wir haben es so gut wie geschafft. Ich spür's. Wir sind ganz nah an der Lösung.
Let's go. Huh. Okay, ich glaube, die Hälfte ist schon geschafft, so ungefähr, ne? Mehr sogar, mehr als die Hälfte. Ja, jetzt darf aber schon langsam die Lösung kommen, sonst hat uns das Spiel hier betrogen. Spiel, wehe, du betrügst mich hier. Um meine 3 Minuten Lebenszeit, die will ich zurückhaben. Ey, da schreibe ich aber einen bösen Brief an den Publisher. Sehr geehrter Herr Publisher, Ihr unfaires Rätsel, dass ich nicht... Oh, okay, ich nehme alles zurück. Dankeschön. Na bitte. Yes. Brute Force. Und deswegen müsst ihr ein sehr kompliziertes Passwort nehmen und am besten 2-Wege-Verifikation, weil ansonsten machen KIs oder Algorithmen oder sowas, Bots, genau das bei eurem E-Mail-Postfach. Genau das. Stellt euch vor, ich hätte jetzt alle die Tierkreise erraten und dann wäre das Schloss nur so ein bisschen aufgegangen und dann hätte das Schloss automatisch eine Aufforderung angezeigt, dass ich jetzt bitte auf meine Verifikations-App gucken muss, um den anderen Code noch einzugeben. Ja? Und schon hätte mein System nicht mehr funktioniert. Deswegen immer 2-Wege-Verifikation aktivieren. Und am besten, wenn ihr es ganz sicher machen wollt, nicht eine SMS aufs Handy schicken lassen. Weil theoretisch, ne, wenn die Leute, die da arbeiten, ein bisschen unvorsichtig sind bei so Telekommunikationsfirmen, kriegen fremde Leute eine Kopie von eurer SIM-Karte, wenn die es richtig anstellen, und dann kriegen die eure SMS. Auch das ist nicht hundertprozentig sicher. Deswegen lieber wirklich über eine App. Und dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Wieder was gelernt, Kinder. Riesenkakerlaken. Oh, Rieseneier. Yeah. Kann ich da drüber gehen? Das sind sehr große Mahnen. Sind wir so klein geworden oder sind die so groß? Ouch. Okay, die tun wirklich weh. Ich glaube, einfach mal durch. Was ist das für ein Fleck? Ist das, das muss die Uhr sein, die in dem Kollektanenbuch erwähnt wurde. Das sieht wie das Ding aus, worin der Talisman im französischen Viertel war. Aber es ist kaputt und es fehlen Teile. Es fehlen Teile. Sie hat gerade gesagt, was ist das für ein Fleck? Ach, meint sie das da hinter der Wand wahrscheinlich, hinter der Uhr. Na gut. Ich brauche den Schlüssel. Jo, dann weiß ich jetzt gerade nicht, wo wir hin müssen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen um. Red Kakerlaken, ja, ganz genau. Genau. Ja, genau, das wäre ein guter Übergang gewesen, ne? Damit kommen wir zum heutigen Sponsor, NordVPN. Ich brauche den Schlüssel. Denn die haben jetzt einen Passwortmanager. Oder so. So, ich habe keine Ahnung, ich probiere einfach mal die anderen Türen auch ein bisschen, ne, und guck da mal rein. Jeremys Zimmer. Wieder vollkommen normal. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Wir haben noch einen Schlüssel in unserem Inventar. Die. Was? Bitte was? Wollte wer was sagen? Also, einer für Miss Jacksons. Ich meine natürlich Miss Jackson. Raum im französischen Viertel. Und noch 2. Verwaltung, Bibliothek. Bibliothek. In den Wintergarten. Nee. Okay, wie komme ich in dieses Treppenhaus? Wo bin ich? Okay, wo bin ich? Ich bin hier. Wenn ich die Treppe runtergehe, einfach, okay, das schaffe ich. Das schaffe ich selbst mit meinem nicht vorhandenen Orientierungssinn.
Komm, nehmen wir mal einen kleinen Schluck aus unserer Mischbottle. So. Ich glaube, ich habe ein bisschen Müllwodka rausgeschmeckt. Bibliothek, Library. Aha. Eine Schnittszene. Ein deutsches Wort für Szene. Schnittszene ist gar nicht so deutsch, wie ich dachte, ne? Für Cutscene. Szene ist deutsch. Szene ist deutsch. Schnittszene ist schon gut. Ich komme schon ganz durcheinander. Guten Abend, Miss Hartwood. Das ist Ihr Name, oder? Es wäre mir sehr peinlich, wenn nicht. Das stimmt. Emily Hartwood, Jeremys Nichte. Sehr erfreut. Ruth. Ruth Talon. Rauchen Sie da etwa Perique? Wie grässlich altbacken. Das mag sein, aber ich mag es. Würden Sie vielleicht teilen? Der Geruch weckt in mir die reinste Nostalgie. Ich frage mich, was Perique ist oder was die da immer sagen. Ist das eine Zigarettenmarke oder ist das irgendeine Droge oder sowas? Ja, jetzt verstehe ich auch, warum die in den 30er Jahren von diesem Psychologen als pervers bezeichnet wurde. Ist es so gut wie erhofft? Die ist halt lesbisch oder bi oder was weiß ich. Ich mag ihre sanfte Spöttelei, Miss Hartwood. Wir würden sicher gute Freundinnen werden. Wie schmeichelhaft. Leider sind sie ja hier eingesperrt. Ihre Unaufrichtigkeit ist wirklich erfrischend. Wären sie doch nur so verrückt wie ich, dann könnten sie bleiben. Ja, ne, warten sie einfach noch ein paar Jahre. Ich finde das mit dem Filterzigaretten auch komisch. Wahnsinn ist eines der Privilegien meiner Familie. In den 30ern, aber oh vielleicht. Gut, ich freue mich jetzt schon darauf. Ich google jetzt, wie alt Filterzigaretten sind. Sie wissen nicht, was mit Jeremy passiert ist, oder? Alle Leute hier sind wirklich seltsam. Und es ist schwer einzuschätzen, was man so hört. Manchmal hört es sich aber recht spannend an. 34. Gut gegen Böse und all das. Tut mir leid, aber ich kann Ihnen wohl nichts Hilfreiches erzählen. Eine deutsche Erfindung, die Filterzigarette. Richtig. Danke für diese kleine Pause. Bon voyage. Also 34, also das kann schon sein. Das ist aber dann der neueste Shit, glaube ich, in dem Spiel. Oder wann spielten das genau? Wann spielten das genau? Die Zeitung war von 30. Könnte sein, dass es zu Zeiten von dem Spiel eigentlich noch keine Filterzigaretten gab. Aber weiß ich jetzt nicht genau, wann das Spiel spielt tatsächlich. Aber ich meine, in Resident Evil 2 Remake finden wir ja auch einen USB-Stick. Und USB-Sticks wurden auch erst ein Jahr später erfunden eigentlich. Tja. Verlorene Plantagen von Louisiana. Thierry Breclot, 1970. Ja, da saß wieder einer ein bisschen weit weg vom Mikrofon. DeSetto war einst eine kleine Plantage an der Ostküste des Pontchartrain-Sees. Für Industrieanlagen schien das Land nicht geeignet. Also wurde es im Jahr 1818 für nur $30 an Elijah Pickford verkauft. Pickford, ja, vielleicht heuerte hunderte Arbeiter aus dem nahen New Orleans an. Vielleicht mache ich das Erklärbär. Roden und ein kleines Herrenhaus zu errichten. Fallout-Serien-Videos. Es war auf den See ausgerichtet und bestach durch seine Fassade im klassizistischen Stil. DeSetto produzierte bis zum Bürgerkrieg durchgehend eine bescheidene Menge an Perique-Tabak und Indigo.
In der Zeit zwischen dem Unabhängigkeitskrieg und dem Bürgerkrieg war DeSedo die Quelle vieler Gerüchte um Voodoo und Hexerei. Angeblich wurden immer wieder Menschen gesichtet, die nachts am See um Feuer herumtanzten und dabei blökten und wimmerten. Captain J.W. Norton von der Unionsarmee berichtet, wie er am 17. Juni 1862 einen Angriff auf DeSedo durchgeführt hat, um die dortigen Sklaven zu befreien. Er griff von Schiffen aus an, die im Pontchartrain-See ankerten. Der Captain war sehr überrascht davon, dass die Arbeiter sich mit Feuereifer dagegen wehrten. Norton beschreibt diese Menschen als rasende Fanatiker. Pickford soll versucht haben, die Angreifer zu besänftigen, wurde aber in den Kampfeswirren erschossen. Captain Norton ließ ein brennendes Gebäude zurück und trat mit seinen Männern den Rückzug zu seinen Schiffen an. Mehrere Jahrzehnte lang war DeSedo nur eine Ruine. Es gab einen langen Streit darum, wem das Land gehöre, und 1901 schließlich wurde es der Ledoux-Familie zugesprochen. In den Folgejahren gab es mehrere Polizeiberichte, als die Ledoux versuchten, auf ihrem Land lagernde Herumtreiber zu verscheuchen. Mehrfach rückte die Polizei an, um die Landfriedensbrecher zu vertreiben, aber diese kehrten immer wieder zurück. Inspektor Le Gras führte am 1. November 1907 einen schicksalhaften Einsatz an, um eine Reihe von Kindern zu retten, die von den Landbesetzern entführt worden waren. Dabei gab es viele Todesfälle und noch mehr Inhaftierungen. Im Folgejahr baute diese kehrten immer wieder auf und nutzte dabei die vorhandenen Steinfundamente. Er ergänzte das Anwesen um einen umwerfenden Wintergarten mit schmiedeeisernem Gerüst. Das Farmland hatte sich der Sumpf lange zurückgeholt. Eine Plantage wäre also nicht mehr profitabel gewesen. Stattdessen wurde das Haus in eine Künstlerkolonie verwandelt. Die Astart-Künstlerkolonie war eine erfolgreiche Gruppe von Künstlern, zu der unter anderem der Maler Heinrich Kassel und die Poetin Nora Keith gehörten. Die Gruppe war außerdem für ihre Mardi Gras-Truppe namens die Piraten von Pontchartrain beliebt. Am 29. September 1915 schlug ein tropischer Sturm eine Schneise durch Louisiana und New Orleans wurde von den Wassern aus dem See Pontchartrain überflutet. Da DeSedo so abgelegen liegt, erfuhr die Außenwelt erst zwei Wochen danach davon, dass die Kolonie verlassen worden war. Die 12 Künstler waren alle spurlos verschwunden. Noch heute steht das leere Anwesen von DeSedo an der Küste des Pontchartrain-Sees und seine Tempelfassade ist immer noch intakt. Die Familie Ledoux hat momentan kein Interesse daran, das Haus zu renovieren. Okay. Der rasende Roland. Ey, ich habe für einen Garten habe ich jetzt so Kresse, so Brunnenkresse, glaube ich, heißt das, gekauft. Und die Pflanze heißt, also ich habe zwei verschiedene und die eine heißt der rankende Roland. Fand ich sehr lustig. Als ich gelesen habe, dass die Pflanze der rankende Roland heißt, habe ich gesagt, die muss in unseren Garten. Ich gehe nicht ohne meinen rankenden Roland. Lesen Sie da was Gutes? Ein Licht in der Ferne von Lord Boleskine ist tatsächlich nicht schlecht. Lustigerweise habe ich nicht gecheckt, dass der rankende Roland natürlich eine Kletterpflanze ist. Jetzt muss ich dem auch irgendwie Klettermöglichkeiten bauen. Soweit habe ich nicht gedacht, ne? Ich habe rankender Roland gelesen. Ich bin ein simpler Mann. Ich habe es lustig gefunden. Mehr musste ich nicht wissen dazu. Aber ja, ne? hätte man ableiten können von dem Namen, muss ich schon zugeben. Was mache ich denn jetzt? Aha, ja, gute alte Bolzenschneider.
Ich verstehe nicht, was hier passiert. Wenn das mal nicht eine Flinte ist, wie kommen wir denn da ran? Schade. Hätte ja sein können, ne? Hätte ja sein können. Wäre zu leicht gewesen. So. Warum sind wir jetzt im Garten wieder? Ich weiß es nicht. Guckt ihn euch an. Den rankenden Roland. Ist er nicht schön? So, ich bin hier. Ich könnte... Es gibt noch... es gibt hier noch so viele Rätsel da draußen im Garten, wo wir schon durch sind. Ah, okay, hier bin ich anscheinend richtig. Cutscene ist immer gut. Ea visa kinantet muen, mbral visa kinantet muen, men nu ageni, manman jodisch genan. Was schleichen Sie denn hier rum? Sie haben mich fast zu Tode erschreckt. Tut mir leid. Ich wollte Ihr Ritual nicht stören. Ich hätte nicht gedacht, dass hier Voodoo praktiziert wird. Dem Doktor mag es nur um Wissenschaft gehen, aber ich weiß, dass diese Wurzeln Macht haben. Wissen Sie, was hier los ist? Ich glaube fast, der Sedo ist verflucht. Bei diesem Spiel gibt es mehrere Spieler. Der Seto ist nicht verflucht oder gesegnet. Hört es nicht ist zu. Ein Schlachtfeld. Und es wäre alles wesentlich besser, wenn Sie Ihren Onkel hier rausholen. Am besten schnell. Das ist irreführende Werbung. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Miss Hardwood. Das tue ich wirklich. Nun, entschuldigen Sie, ich muss nach meinem Gumbo sehen. Mache ich auch immer. Gumbo. Man kann sein Gumbo keine 5 Minuten unbeaufsichtigt lassen. Wie findest du die deutsche Synchro? Ich finde die Hauptfiguren ziemlich gut. Ich finde die Nebenfiguren okay. Ich hau mich nicht um, habe aber schon Schlechteres gehört. Aber wenn man Englisch kann, im direkten Vergleich würde ich Englisch empfehlen in dem Fall. Aber ich finde jetzt Deutsch ist in Ordnung. Ah, wir haben jetzt den Bolzenschneider und können damit hier... Warum heißt ein Bolzenschneider eigentlich Bolzenschneider? Was sind Bolzen? Es hat geklappt. Also ich kenne Bolzen als Armbrust, ne? Vielleicht sind Bolzen einfach so kleine Metallstäbe und dann macht's Sinn. Weil in Videospielen schneidet man mit Bolzenschneider halt immer nur Ketten. Es sollte Kettenschneider heißen. So nach meiner Videospielerfahrung mit Bolzenschneider sollten die definitiv Kettenschneider heißen. So viel kann ich sagen. Ich kenne ja diese Bolzen, diese riesigen Ein Schrauben. Ein weiteres Stück der zerbrochenen Scheibe. Ah. Ich verstehe. Dann folgen wir mal dem Gartenschlauch zum Wasserhahn. Na bitte. Ich finde diese Rätsel- und Erkundungspassagen richtig, richtig schön und gut. Nur diese Shooter-Passagen, ne? Ach, die sind halt leider nicht richtig gut. Waren das gerade komische Reflexionen im Wasser oder war da irgendwas unten? Ja, war nur komische Reflexion. Ich möchte, intuitiv möchte ich die Käfige runterschieben, weil ich erwarte, dass Loot drin ist. Ich bin Resident Evil 4 verseucht. Ein Licht in der Ferne.
Ah, das ist nur ein Sammelgegenstand. Dir. Wo wollte ich hin? Ich wollte wieder hochgehen, ja. Genau, stimmt schon. Aber dann können wir jetzt die Scheibe in der Uhr zusammenbauen. Ich glaube, das habe ich schon mal wo gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal wo gesehen habe, aber ich glaube, das ist ziemlich leicht. Nur bei den vier Eckteilen, ehrlich gesagt, weiß ich es jetzt auch nicht genau. Die kommen mir austauschbar vor. Obwohl, jetzt muss ich mal gucken. Gibt es da irgendein System oder... Ah, da ist irgendwas Rotes dran. Hilft mir das in irgendeiner Form? Irgendwas dazu stand im Kollektor-Nähenbuch. Irgendwas dazu stand im Kollektor-Nähenbuch, okay. Dann gucken wir mal kurz da rein. Kollektor-Nähenbuch. Da haben wir hinten eine Zeichnung auf jeden Fall. Aber der ist ganz anders zerbrochen als der, den wir haben. Ich gucke mir einfach die Eckteile an. YOLO. Ich tausche die einfach aus. Also der muss eigentlich hier richtig sein, ne? Weil sonst machen die Risse keinen Sinn. Oder diese komischen roten Dinger. Kommt mir alles nicht richtig vor. Das könnte hier stimmen. So. Nee. Nee, das Mittelteil kann ich auch nicht bewegen. Was habe ich jetzt davon, dass ich gesagt habe, ich glaube, das wird leicht. Ah, wartet mal. Da ist ein kleiner Restarm. Aber zu was gehört denn der bitte? Gehört das etwa hier hoch? Nee. Aber warum ist denn da unten so ein kleiner Restarm drauf? Wo könnte denn der dazugehören? Der Restarm macht für mich überhaupt keinen Sinn. WTF. Das wird es auch nicht sein. Guck mal ganz außen die Ränder. Diese Einkerbungen. Ja, aber die sehen auch irgendwie immer gleich aus, oder? Mich irritiert, dass die Teile ein bisschen schief liegen, ne? Aber ich kann die auch nicht irgendwie feinjustieren oder so. Weil die Einkerbungen sind ja immer gleich, oder? Aber seht ihr das an dem Teil? Ist unten am Eck, so wie es jetzt liegt, am linken Eck, so ein kleiner Fortsatz, als würde das zu so einem Muster gehören. Vielleicht liegen die nicht richtig. Ja, das könnte schon eher sein und jetzt macht alles Sinn hier. Okay, hier die beiden, das hier und das mittlere, sehen irgendwie nicht gut aus, ne? Aber ich glaube, so müsste es stimmen jetzt. Dann gibt es quasi nur zwei Variablen und das sind die beiden Eckteile. Ja! Ist sie kaputt? Very good. Die Uhr ist einfach... Great success. Oh, das schon wieder. Wo? Okay, 3, 4, 6. 3, 4, 6. Nee? War das keine römische 4 da oben? Doch. Andersrum? Ja, es ist andersrum. Alles klar. 6, 4, 3.
mir etwas. Das ist nur der Flur von Jeremys Zimmer, oder? Ja, ich kann das mittlere Teil, konnte ich gar nicht drehen. Deswegen war das gar nicht möglich, dass die Kugel woanders hin zeigt. Also, was hat sie jetzt von Jeremys Zimmer gesagt? Achso, okay. Wartet mal. Guck mal. Es sieht mega weird aus, aber da ist eine Spiegelung. Oh mein Gott. Da ist eine Spiegelung. Aber die sieht so weird aus, ne? Irgendwas stimmt da nicht. Ich bin viel zu groß im Spiegel. Was ist das? Naja, gut. Ich bin zufrieden. Ich habe meine Spiegelung. Oh, Emily ist hier. Emily ist da. Okay. Ich bin Emily. Jetzt bin ich verwirrt. Hier. Ich speichere mal schnell. Oh, ich kann nicht speichern. Okay. Ich erschieße alles und jeden. Ich hab's geschafft. Ich habe einen Zugang zu einem weiteren Traum geöffnet. Okay, wenn du es so nennen willst. Ich würde eher sagen, wir sind im fucking Sumpf. Wir sind in Resident Evil 7 gelandet. Die Baker-Familie ist gleich ums Eck wahrscheinlich. Na, großartig. Gehört dir das gerade zum Spiel, oder? War das ein Aussetzer von meiner Technik? Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich eher zweiteres. So, was haben wir denn hier? Nix. Hä? Habe ich jetzt einfach die Schublade aufgemacht und da ist nix drin oder so? Okay. Pistolenmunition. Nix. Ein Spind, der gerade durch uns durchgefuscht ist. Ein Geisterspind. Vielleicht ist es auch ein normaler Spind, aber definitiv mit einer Geistertür. Mai 1923. Montag. Alles gut. Bereit für die Lieferung. Wartung, Ölpumpe muss gewartet werden. Hey, das ist Railgun. Hi. Und Gromdorn. Wenn damit herumgespielt wird, wird viel verschüttet, wenn keine sachgemäßen Vorbereitungen getroffen werden. Dienstag. Lieferung verzögert, aber abgeliefert. Wartung, Wartungsbrücke so gut wie kaputt. Mittwoch. Schürfer haben widerwillig zugestimmt, Mr. Hardwood den Grabhügel zu zeigen. Das ist ein Maler, der in der Zeitung über unsere Entdeckung gelesen hat. Er will morgen wiederkommen und einen Weg ins Innere finden. Donnerstag. Mr. Hardwoods Arbeiten dauern länger an. Arbeiter scheinen nervös wegen seiner Anwesenheit. Hardwood hat versprochen, nicht zum Lager zurückzukehren. Stattdessen hat er das Angebot von Kapitän L'Officier angenommen. Er will ihn morgen mit auf sein Boot zu der Anlage bringen. Hoffentlich hat die Sache damit ein Ende und die Arbeit kann weitergehen. Wartung, die Brücke zwischen dem Ölturm und dem Sumpfland ist eingestürzt. Vermutlich Sabotage. Hey, Pat. Das ist der Teufel, dem wir nun folgen. Ach ja, das hat tatsächlich auch auf dem Dokument am Sonntag eine andere Handschrift draufgeschrieben. Deswegen hat das auch eine andere Stimme vorgelesen. Das ist der Teufel, dem wir nun folgen, mein Schatz. Garstiger Teufel. Verdammt. Ich brauche den Schlüssel. Dokument.
Ich glaube, ich habe irgendwie gerade ein HDMI-Problem oder so. Das wäre ungünstig, wenn das jetzt irgendwie im Kampf passiert. Schauen wir mal, ob Joe Baker zu Hause ist. Der kann für uns die ganzen Gegner, die hier vielleicht warten, niederwresteln einfach. Es fehlt noch etwas. Eine Kurbel. Ah, das ist schon sehr Resident Evil-ig, dass hier eine Kurbel fehlt, ne? Bam! Rennen wir die Tür ein. Ich warte drauf, dass aus dem Spind irgendwas rausspringt. Aha! Wir haben den Anliegestegschlüssel. Hört ihr das? Von irgendwo kommt Musik. Oh, Sumpfzombies. Die sehen genauso aus wie die Gartenzombies, die wir gerade noch hatten. Aber jetzt sind es eben Sumpfzombies. Der gemeine Gartenzombie. Das possierliche Tierchen ist ein wichtiger Bestandteil der 1930er Ökosysteme. Mit seinem fortwährenden Gestöhne lockt der gemeine Gartenzombie die possierliche Hummel an. Brückenhebel. Okay. Ah, na bitte. Schnell. Schütten wir ein bisschen Schnaps in unsere Schnapsflasche. In unsere Mischflasche. Ich habe gerade irgendwas grunzen gehört, ne? Aber ich muss eigentlich gar nicht in die Sümpfe hier zu den Sumpfzombies. Die sollen da mal hier rumsumpfen. Ist mir eigentlich wurscht. Warte, da oben wird mir noch irgendwas angezeigt. Ach, noch eine Nahkampfwaffe. Ich kann hier wieder... Okay. Man kann immer nur eine haben. Alles gut. Find nur ich das jetzt nicht wirklich gruselig. Ich finde, es hat eine coole Stimmung. Ich mag das. Oh, speichern. Geht nicht. Gemeinheit. Ich mag die Stimmung, ehrlich gesagt. Hä? Habe ich hier was vergessen? Oh, ist aber leer. Nennt, dass ich irgendwo Gegnergeräusche höre, aber ich weiß nicht, wo die herkommen, finde ich auch gruselig. Aber ich bin leicht zu beeindrucken, was sowas angeht. Und lauf weg. Was ist denn jetzt los? Sind wir irgendwie vergiftet gewesen oder so? Okay, Bohrwürmer. Okay, gut. Ja, die Steuerung ist halt ein bisschen clanky und alles, ne? Es ist halt, ja. It is what it is, man. Aber wie gesagt, hört euch den Podcast an. Es hat geklappt. Da reden wir über viel davon, was wir hier auch sehen. Ui. Jawohl,
wir uns noch ein bisschen Cognac in die Flasche. Und tot. Ich habe kein Ziel, wie sie da jetzt. Im Land der Raketenwürmer. Aber im Gegensatz zu allen anderen bin ich einfach sehr laut und auffällig und dann sollen sie halt kommen, die Raketenwürmer. So. Bam. Ich krieg das kaputt. Ich brauche nur etwas, um draufzuschlagen. Okay. Aber warte mal, wollen wir uns nicht vielleicht kurz mal da in dem Haus umschauen und so, in den Häusern, bevor wir irgendwo draufschlagen? Aha, eine Schaufel. Oh, ist die Schaufel so eine super Waffe? Ist die besser? Das ist eine zweihändige. Ist eine Schaufel mächtiger als das Beil? Könnte schon sein. So, erstmal, ne? So. Schon lustig. Ich finde ihre Mischschnapsflasche, wo sie einfach alles immer so ein bisschen zusammenmischt, ist schon lustig. Das ist mal eine lustige Heilmechanik. Das ist auch in Helldiver übrigens so ein Running Gag, dass die Schaufel so eine mächtige Waffe ist. Wenn ihr es noch nicht tut, folgt meinem niegelnagelneuen Helldiver 2 Kanal. Squid Diver. So, der Tür haben wir schon mal gezeigt. So viele Zombies im Sumpf. Die sehen auch ein bisschen aus wie Molded, ne? So grünliche Molded. Sumpfmoldet. Oh oh. Okay, du hast es so gewollt. Au. Niedergeschaufelt. So sieht's nämlich aus. Leg dich nicht mit meiner Schaufel an. Die ist rot. Da weiß man, dass sie gut und gefährlich ist. Wir haben gerade in Emilys Kopf gesehen. Für einen kurzen Moment haben wir Emilys Innenleben gesehen. Und es sah ziemlich hohl aus, muss ich sagen. Aber okay. Ich will da gar nicht urteilen drüber. Okay. Sind irgendwie Metallstangen. Also was ich eigentlich vom Konzept her zumindest echt gerne mag, ist, dass wir immer wieder in so ganz andere Schauplätze schlüpfen. Ne? Wir waren jetzt in diesem kleinen Straßenabschnitt und jetzt sind wir hier in so Sümpfen. Das ist schön. Das macht irgendwie auch Bock drauf zu sehen, was da noch so alles kommt an Kapiteln. Ich weiß schon, was da noch so alles kommt an Kapiteln. Zumindest teilweise. Das ist mindestens eine Schaufel plus eins. Mit Feuerschaden wahrscheinlich ein bisschen. Da muss ich gerade an Evil Within denken, wenn ich das so höre. Dass da so Musik läuft. Und gleich können wir in Safe Room. Da habe ich ein bisschen erschrocken. Meine Waffe ist Nein, kaputt. Meine schöne Schaufel. Die Schaufel des Todes. Wo ist der nächste Schaufelschmied, wenn man ihn braucht? Dann nehmen wir stattdessen diese kleine Statue. Mit denen kann man auch doll zuhauen, glaube ich.
Statue des Betrachters. In your face. Bam. Ich fürchte, die ist keine Waffe. Ich würde sie werfen, wenn ich Emily wäre. Betrachte das. Na gut, dann gehen wir zurück. Ich vermisse meine Schaufel. Es war leider eine fragile Schaufel plus eins mit Feuerschaden. Dammit! Das hat nicht funktioniert. Ich dachte, ich könnte die Öllampe in die Luft sprengen und dann wird der Wurm aus dem Boden platzen und ich würde meine magische zweite Geheimschaufel ziehen aus meinem Etui. Ah, hier wäre ein Molotow-Cocktail gewesen, na gut. Aha! Oh, shit. Nimm das! Das ist der schlechteste Molotow-Cocktail ever. Ah, okay, what? Ich verstehe, glaube ich, vielleicht. Ich habe den erst mal eingesudelt und dann angezündet mit dem Schuss. Hat was vom Original Alan Wake. Ah, okay. Kann ich ein bisschen nachfühlen sogar, aber nur ein bisschen. Ah, wir haben wieder einen Knüppel. Verdammt, immerhin. Es muss doch einen Weg auf die andere Seite geben. Schluck. Da ist noch ein Wurm. Ich weiß es genau. Yeah. Emily, was haben wir gemacht? Ich habe keine Ahnung, kletter hoch. Die Würmer kommen. Die Würmer sind überall. Ah, cool, wir haben alles angezündet. Emily, ich weiß nicht, ob das... Wollten wir das? Ich schätze, die Würmer sind tot. Okay. Willst du werden, wenn du groß bist? Axtmörder. Schaufel. Schaufelheld. Und was jetzt? Shovel Knight gibt's ja schon. Jetzt. Boah, voll actionheldmäßig, Emily. Das wird großartig. Nimm dir den Lappen. Den festen Stoff. Und den festen Stoff machen wir jetzt zu einer Schlaufe. Und dann seilen wir uns nicht hier ab. Nach unten schauen, und sind Emily. Die coolsten überhaupt. Yeah. Ich hoffe, der ist wirklich fest, der Stoff. Ich hoffe, der ist sehr fest. Okay. War doch gar nicht so schlimm. Wir haben einen riesigen Waldbrand verursacht, der wahrscheinlich in den 30ern noch sehr viel schwerer zu löschen war als heute. Wahrscheinlich eine ökologische Katastrophe, die Welt, die Sümpfe hier so noch nicht gesehen haben, ein Ölfeld angezündet. Die Welt wird enden wegen uns, das Feuer wird alles verschlingen, aber... Wir haben uns ziemlich cool abgeseilt und ein paar Würmer erschossen. Und ich glaube, darum geht's doch eigentlich. Warum höre ich da komische Stapfer im Sumpf?
Also ich finde es schon unheimlich. Ich sag's euch wirklich. Oh! Ein Elch! Ein possierlicher Elchaffe. Der König der Sumpfe. Emily, wir laufen einfach, okay? Bist du bereit? Es ist der hasserfüllte Hügel, den Jeremy in seinem... Der hasserfüllte, Hackfleisch zerhackende Hackhügel. Endlich! Nachdem wir so viel drüber gelesen haben. Der hassfleischhügelnde Zerhügelstückler. Der stückfleischhassende Zerhasshügler. Jeremy, du hast dein... Mrs. Marcus? Runter von mir! Was machen Sie hier? Ich suche meinen Onkel. Jeremy ist Ihr Onkel? Würden Sie bitte... Danke. Es heißt Miss Hartwood. Erkennen Sie mich nicht? Ich erkenne Sie, Miss Tabor. Ich habe vorhin Baptiste getroffen. Oh, dann nehme ich an, er hat Jeremy auch nicht gefunden. Wir haben uns aufgeteilt. Kann ich das haben? Ich möchte nach Taroea. Schön, aber nur das. Ich will, dass Jeremy angelockt wird. Zombie-Elch. Wir müssen weg, bevor es hier reinkommt. Was? Wohin? Los, schnell! Okay. Gott, verdammt nochmal. Also ein bisschen cool war das schon jetzt. Oh, wir haben einen Malerspachtel in unserer Tasche gefunden. Der Malerspachtel ist vielleicht sogar noch mächtiger als die Schaufel. Nee, ich glaube, das ist nur ein Collectible. Für die Malerei gedacht, aber dünn genug, um durch einen Türschlitz geschoben zu werden. Okay. Überlegungen zur Macht des Verbs in Reden wir mal wieder ganz leise. Von Juan Luis Jorge. Damit uns keiner versteht. Zu handeln ist in und für sich göttlicher Natur. Selbst die geringste Bewegung unserer Hand ist Beweis für die Regung unserer Seele. Und dennoch wird unser freier Wille so leicht von der dumpfen Langeweile des Alltags überstimmt. Unsere Handlungen werden Gewohnheit und Zwang, trotz Luxus und Bequemlichkeit. Wahre Göttlichkeit findet sich in der Entscheidung, die Bühne zu verlassen, auf der wir alle spielen. Jene, die diese Freiheit entdecken, werden überraschend von dem Grauen dieser Erkenntnis getroffen und gelähmt werden. Oder, noch schlimmer, zum Freitod greifen. Aber wenn du fähig bist, diesen Sturm zu überstehen, wirst du erkennen, dass jenseits dieser Angst ein göttlicher Pfad auf dich wartet. Es besteht die Chance, deinem Schicksal zu entweichen und etwas Neues zu schaffen. Etwas, das weder geplant noch vorherbestimmt ist. Es ist nicht leicht, diese Art von Handlung zu erklären, da sie unsere alltäglichen Entscheidungen übersteigt. Es ist kein banaler Entschluss wie die Wahl eines Berufs unter vielen oder wen man zu heiraten gedenkt. Das Verlassen der Bühne, auf welchem Weg auch immer, ist kein Korrigieren des eingeschlagenen Kurses. Es ist eine Ablehnung der Geschichte, die der Schöpfer erzählt. Okay.
Tada! Ja, das ist halt blöd, Fanky Tanky. Ich würde sie auch auf Englisch spielen, aber das verstehen dann viele nicht, die zugucken wollen. Und dann haben die auch nichts davon, wenn es gut abgemischt ist und die Lautstärke stimmt, wenn man die Sprache nicht kann. Ach, kann ich jetzt den Spachtel unter der Tür durchschieben? Klemmt. Aha. Es hat geklappt. Da wäre ich nie drauf. Also, wenn mich das Spiel nicht direkt jetzt vor die Tür gestellt hätte, ne? Wäre ich dann nie drauf gekommen, dass ich da sowas machen kann damit. Anleitung für die Barlow-Linse. Die Barlow-Linse. Anleitung. Habe ich ja auch gerade gesagt. Um die Vergrößerung Ihres Teleskops zu verdoppeln, bringen Sie einfach diese Barlow-Linse an Ihrem Gerät an. Dann nutzen Sie die Feineinstellungen, um den Abstand zwischen Ihren Linsen einzustellen. Das ist recht einfach, solange Sie durch das Okular schauen. Suchen Sie einfach nach einer Position, in der das Bild gut zu erkennen ist und flach erscheint. Wenn Ihr Teleskop korrekt eingestellt wurde, sollte Ihr Teleskop ein klares Bild mit hervorragender Vergrößerung bieten. Na dann. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Ja, ich glaube, der Spachtel ist jetzt zerbrochen quasi an der Aktion. Kellerschlüssel. Wollen wir wirklich in den Keller? Ich weiß ja nicht. Hundehalsband. Wollen wir wirklich zu den Hunden? Was ist das? Ja. Ich habe noch nicht alles, was ich brauche. Ja, das kenne ich, Emily. Das kennen wir alle, Emily. Wir haben alle noch nicht alles, was wir brauchen. Vielleicht haben wir alles, was wir brauchen, aber wir haben noch nicht alles, was wir wollen. Und das ist ein gefährlicher Pfad, Emily. Besinn dich doch mal auf das, was du hast und überleg, ob du wirklich noch mehr brauchst. Können wir jetzt mal die Schrotflinte haben, verdammt. Ich will jetzt hier Leute kaputt schießen, also Zombie-Leute. Okay, Kellerschlüssel. Guck mal, da ist ein grünes Schloss. Ich schätze mal, das können wir jetzt öffnen oder so. Aber waren wir da nicht schon mal drin? Aber für welchen Keller wäre der Schlüssel dann? Ach, warte mal, wir könnten über die Galerie eventuell jetzt noch ins Wohnzimmer, so wie es aussieht. Ich habe jetzt eher an die Hundepfeife in Resident Evil 1 Remake gedacht, ja. Gucken wir mal, ob wir oben in das Zimmer können. Hey, aber ohne Scheiß, wenn ich nur 1% von dem erlebt hätte, was sie da erlebt hat, nur ein Fitzelchen davon, wäre ich einfach nie wieder von dem Privatdetektiv weggegangen, mit dem ich extra hergekommen bin für solche Fälle. WTF, das ist sein Job. Soll sich drum kümmern. Der soll für mich Würmer erschießen. So was ist Komm schon, Grace. Ich bin zu müde für Spielchen. Ich lass dich auch mit dem Messer spielen. Oh, guten Abend. Haben Sie zufällig ein kleines Mädchen gesehen? Ich glaube nicht. Ansonsten hätten Sie es sicher gemerkt. Das einzige Kind, das für diesen Ort verrückt genug ist. Sie ist nicht in Ihrem Zimmer? Ha! Das wäre was Neues. Sie rennt immer nur rum und sucht Ärger. Sie ist schwer zu bändigen, die Kleine. Wollen Sie einen Schluck? Lieber nicht, danke. Tja, ich sollte weitermachen. Es sei denn, Sie brauchen irgendwas von mir. Ich will nur meinen Onkel finden, bevor ihm etwas passiert. Ach, keine Sorge, Miss. Er taucht schon auf. Er ist viel zu zimperlich, um sich umzubringen. Warum sollte er? Er wünscht sich nicht sehnlicher. Wussten Sie das nicht? Bis später. Das ist jetzt aber sehr sprachlos, ne?
Mach mal bitte eins in den Chat, wenn ihr Interesse daran habt, dass wir das nächste Woche weiterspielen. Und zwei, wenn ihr sagt, ne. Es fehlt noch etwas. Ne, guck mal, der Malerspachtel ist sogar noch da. War gar kein Single-Use-Malerspachtel. In den 30ern gab es noch kein Lippensynchron. Mich wundert ja, dass das in Farbe ist, ne? Ich dachte, die 30er waren schwarz-weiß. Das ist also Grace's Zimmer. BTF, voll unrealistisch. Oh oh, gleich kommt ein Teufel raus. Ein Clown. Noch schlimmer als ein Teufel. Die nächste Evolutionsstufe. Eine kleine Bitte. Mach dir keine Sorgen, Grace. Spiel dein Spiel. Blöke und schrei mit den anderen. Ich bin auch nicht neidisch. Es wird mehr Maskenbälle geben. Aber so oder so. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meine Maske für das Fest fertigstellen würdest. In Liebe, Ruth. Wo ich ein ganz kleines Kind war, so 2-3 Jahre, habe ich immer gedacht, die Menschen haben damals schwarz-weiß auch gesehen. Ich dachte als Kind immer, dass der Eiffelturm ein Baugerüst ist. Und ich dachte, da wird noch irgendwas gebaut. Und dass alle so begeistert von dem Eiffelturm sind, weil da irgendwas ganz Tolles gebaut wird in diesem Baugerüst. Aber das ist noch geheim und das weiß keiner. Aber es wird was ganz Tolles, was da bestimmt gebaut wird in diesem riesen Baugerüst. Da war ich sehr enttäuscht, als ich gelernt habe, dass der Eiffelturm schon das fertige Ding ist. Ich meine, what the fuck? Warum? Es sind nur ein paar Metallstangen. Ich dachte, da wird irgendwas Legendäres draus. Ah. Schade. Ich sehe auf jeden Fall sehr viel mehr Einsen in beiden Chats als Zweien. Okay. Dann werden wir jetzt Eternal Darkness und das Spiel hier, die ja irgendwie ganz gut zusammenpassen tatsächlich auch, ne? Ich glaube, das habe ich schon mal wo gesehen. Werden wir jetzt als Bonusspieler auf jeden Fall fertig spielen, beide. Und dann gehen wir weiter zum nächsten. So, ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Das ist meine Art, Rätsel zu lösen. Brute Forcing. Ich bin halt ein echter Hacker. Ich habe die Hacker-Mentality. Okay. Weiter geht's. Ich habe beim letzten Mal leider nicht drauf geachtet, weil ich drücke immer abwechselnd quasi unten und X. Ich weiß gar nicht, ob X notwendig ist. Ich glaube ehrlich gesagt eigentlich nicht, aber ich mache es lieber mal. Weil sonst wäre es noch einfacher tatsächlich. Könnte ich einfach gedrückt halten. Nee, geht auch nicht, aber trotzdem. Okay. Ich dachte früher als Kind, wenn ich eine Kassette gehört habe, ich immer gedacht, da wären wirklich Leute in meinen Kassettenrekorder. Das haben ja viele Kinder gedacht. Da könnte ich mich jetzt persönlich nicht dran erinnern, aber auch, dass im Fernseher die Leute Sachen immer wieder gleich spielen oder sowas. Das ist ja so ein ganz bekanntes Kindermissverständnis. Dass Werbungen immer wieder quasi entweder direkt im Fernseher oder halt schon in einem Studio, aber dass die Schauspieler da immer wieder bereit stehen und wenn dann die Werbung kommen soll, dann führen die immer wieder genau die gleiche Werbung auf live. Komm schon, wir sind fast durch jetzt. So viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es nicht mehr. Kann ich einfach mal der erste oder zweite Versuch schon glücklich sein? Das wäre lustig. Okay, jetzt sind wir aber wirklich fast schon wieder komplett durch, ey. Es ist wieder das letzte Symbol. Ich glaub's nicht. Ach, aber ohne Witz, schon wieder. Hey, ist das die gleiche Kombination vielleicht sogar gewesen wie beim ersten Mal? Ich habe mir jetzt wieder nicht gemerkt, was die Kombination ist, aber beim nächsten Mal drehe ich in die andere Richtung. Da sind wir nämlich sehr viel schneller am Ziel, falls das immer die gleiche ist. Das muss das Zimmer der großen Cassandra Borgard sein.
nicht sicher, was ich erwartet hatte. Von was ist das? Ich brauche etwas anderes. Anscheinend. Wo ist wer? Meine Güte, ist das ein riesiges Bett. Emily sieht aus wie ein Kind im Vergleich zu dem Bett. Was ist das? Monsterbett. Irgendwie ist alles sehr groß hier. Guck mal, der Stuhl geht dir fast bis zur Schulter. Wo bin ich hier? Bin ich irgendwie im Land der Riesenwürmer gelandet? Wird Emily immer kleiner gerade? Ich habe gerade voll die optischen... Also, ich weiß nicht, Perspektive. Komisch. Emily, du schrumpfst. Warte mal, ich habe mich verlaufen. Ich muss genau umgekehrt hin. Ja, ich war schon im Land der Raketenwürmer. Und so wie du das im Podcast erzählt habt, den ihr ja jetzt dann um 18 Uhr gleich hören dürft, habe ich es mir schlimmer vorgestellt, die Passage tatsächlich. Ne, ich war da quasi jetzt schon drauf vorbereitet. Und fand es gar nicht so schlimm eigentlich. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich kann im Keller noch eine Tür öffnen. Aber da war ich, wie gesagt, schon, ne? Ich verstehe gar nicht, warum wir da noch hin sollen. Glaube ich. Aber wir haben andererseits einen Kellerschlüssel gefunden. Und ich weiß eigentlich, ja gut, gehen wir in den Keller. Wo bin ich? Ich bin hier. Wir gehen... Ja, okay. Das Schlimmste kommt noch. Ja. Werden wir noch sehen. Ich habe jetzt aber tatsächlich auf leicht gestartet und das war eine gute Entscheidung. Wenn man die Kämpfe so ein bisschen ignorieren kann, ist das schon ganz gut. Aber hey, ehrlich gesagt bin ich sogar auf leicht. Also, ne, ich bin natürlich auch oft mit der Erwartungshaltung in die Kämpfe gegangen, dass die jetzt sowieso super trivial sind. Aber ein, zweimal war es sogar fast brenzlig. Also leicht ist nicht Story-Mode, will ich damit sagen. Was ich schade finde, ich hätte gern Story-Mode. Ja, ich bin aber auch durchgerambot durch den Sumpf, ne? Ich habe alles weggeschossen. Wer sich Emily in den Weg stellt, stirbt. Now here's a weird fucking door. Oh, ja, aber wirklich, die ist viermal so groß wie Emily, die Tür. Scheibenteile. Ist das so ein 30er-Jahre-Schimpfwort, wenn einem irgendwas runterfällt und dann sagt man Scheibenteile? Wissen Sie, Mr. Waits, ich habe ein Stück von der Scheibe gesehen, die Lisa kaputt gemacht hat. Ich glaube, sie hat die Teile versteckt, aber sie ist darin nicht besonders gut. Sie hat dieses Stück einfach in den kleinen Raum mit den Werkzeugen hinter den Boiler gesteckt. Ich habe es dort gelassen. Ich wollte sie nicht beschämen, indem ich es mitnehme, wenn sie es sieht. Stattdessen sind wir nach oben gegangen und haben Backgammon gespielt. Ich renne überhaupt nicht im Kreis. Ich habe sie gewinnen Progression. Lassen, weil sie so traurig ist. Neuer Zettel. Das Stück sah aus wie jenes, das in Cassandras Zimmer ausgestellt wird. Von dem wissen Sie ja sicher schon, oder? Oder sind Ihre Augen wirklich so schlecht? Ich hoffe, Sie fühlen sich wegen Ihrer Brille nicht schlecht. Sie sehen damit nur dann dumm aus, wenn Sie die Augen zusammenkneifen. Wenn Sie vielleicht mehr Augen hätten, würden Sie solche Sachen wahrnehmen. Ihr Lieblingsgast, Grace. Okay. Ah, haben wir da nicht schon irgendwas gelesen, dass ich da irgendwas brauche? Steckt den Malerspachtel rein. Los. Schade. Man könnte sich natürlich auch auf den Boden legen und durchrobben, ne? Aber nicht Emily. Jetzt gehe ich mal zu dem Schloss, das ich jetzt öffnen kann, wo ich aber der Meinung bin, dass wir da eigentlich schon drin waren. Aber vielleicht auch nicht. Anscheinend nicht.
Fressen Ratten eigentlich Kakerlaken? Oh, oder koexistieren die irgendwie? Würde mich wirklich interessieren. Malerspachtel rein. Ach, das Spiel ist langweilig. Für was habe ich denn einen Malerspachtel, wenn ich nichts damit machen kann? Oh, das sieht tödlich aus. Aha. Ja, ich verstehe schon. Das macht das Spiel aber schon auch sehr oft, dass die Lösungen für die Rätsel quasi direkt daneben liegen, ne? Oh, das ist aber... Ich schätze, so geht es auch. Wie mache ich gleich nochmal Licht an? Ich hab's vergessen. Ah, gut. Okay. Ah, ja, okay. Dampf. Schaufel! Wir haben wieder eine Schaufel, Leute. Somit ist das Spiel quasi durchgespielt. Ich glaube, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Das nimmt natürlich auch jetzt den Horror aus der ganzen Geschichte, wenn wir eine Schaufel haben, ne? Gott. Ich heb mir die Schaufel für den nächsten Boss auf. Der wird damit auch gleich beerdigt, dann, wenn ich mit dem fertig bin. Guckt euch diese Schaufeln an. Überall Schaufeln. Dieses Haus könnte ein Land erobern mit den ganzen Schaufeln. Oh, hallo? Was zur Hölle ist das? Wenn er mehr Augen hätte, würde er sehen. Die hat er jetzt. Da war doch eine Leiche da drin. Habe ich mir. Ist nur eingebildet? Okay, irgendwer hat den Strom wieder angemacht. Mit großer Schaufel kommt große Verantwortung, ja. So, jetzt haben wir eine zweite Scherbe, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die hingehören, diese Mosaikscherben. Ich weiß nicht, wo das Rätsel ist. Aber eigentlich müsste doch ein grünes Puzzleteil erkennbar sein. Warte mal, hier unten sind noch so viele rote Räume. Wenn das so wie in Resident Evil ist, dann bedeuten rote Räume, dass wir irgendwas übersehen haben. Nämlich das da. Es ist eine weitere der Scheiben für den Talisman. Gott sei Dank. Sie ist ebenfalls zerbrochen und es Gott sei Teile. Dank. Gott sei Dank. Ich hätte es doch auf Deutsch spielen müssen, dann wäre es noch ein größerer Horror gewesen. Okay, bauen wir mal das Puzzle hier zusammen. Also, das ist irgendwas unten. Das ist auch irgendwas unten. Wo ist das? Ist das Richtige? Nee, das kann ich gar nicht bewegen da oben. Ach so, na gut, okay. Die Kirche kommt hier hin. Nee. Ja, ja. Nee, warte mal, das kann nicht ganz stimmen. Aber das sieht auch nicht richtig aus. The Real Salzstangerl. Real unterstrich Salzstangerl ist jetzt ein Bird Rider. Vielen, vielen Dank für dein Prime-Abo. Wir bringen die Abos jetzt schon wieder hoch. Wir pushen die wieder. Nach meiner Auszeit sind die logischerweise, ne? Ist sie ganz klar gesunken. Aber die bauen wir wieder auf. Die Tentakel der Tiefe werden die Welt erobern. So, ich muss mich mal ganz kurz für einen Moment konzentrieren. Hier oben, da haben wir es. Nee, warte, das macht keinen Sinn. Wahrscheinlich eher so. Nee, auch nicht. Beziehungsweise, wo kommt eigentlich die Sonne hin, ne? So.
Ja, jetzt sieht das schon langsam so ein bisschen nach was aus. Ich schätze mal, das kommt noch hier hin. Ja. Jetzt brauchen wir wieder die Zahlenkombination, ne? Aha, haben wir schon. Ah ja, das ist ein bisschen leicht hier, aber ich find's nett. 579. Der Talisman zeigt einen anderen Raum. Etwas hat sich geöffnet. Oh Gott, soll ich mich jetzt erinnern, wo das war oder wie? Ich muss einfach alles nochmal ablaufen. Aber jetzt dürfte der Raum wahrscheinlich nicht mehr rot sein, oder? Doch. Warte mal, hä? Ich bin gerade verwirrt. Die Karte zeigt mich irgendwie nicht da an, wo ich bin, oder? Hä? Guck mal, ich glaube, die Karte ist kaputt. Ich bin nicht im Raum zwischen Wintergarten und Kesselraum gefangen. Stimmt nicht. Oder bin ich irgendwie in der Realität verrückt? Barry, where's Barry? Well, I'm sorry, but he's probably the most powerful biological weapon in the world. Mhm, das ist Barry. Klingt nach Barry. Es hat funktioniert. Emily trat hinaus in die neblige Nacht und sah vor sich den Lafayette-Friedhof. Sie hatte ihn seit Jahren nicht mehr besucht, dachte sie. Und im Grunde war sie immer noch nicht wieder hier. Dies war nicht wirklich das Gleiche. Sie hoffte, bald auf ihren Onkel zu treffen und machte sich auf den Weg, nach der Kapelle zu suchen, die er in seinem Buch erwähnt hatte. Deswegen ich bin in einem weiteren von Jeremys Träumen. Ja, deswegen waren wir in der Wand gefangen. Wir sind schon gar nicht mehr in der Realität. Alles klar. Realität. 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 Seht diese Realität. Kennt ihr das Lied? Ah, ich weiß gerade nicht mal mehr, von wem das ist. Ist das Thomas D., Fantastische Vier oder so? Oder ist das eher 5 Sterne Deluxe vielleicht sogar? Nee. Ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hat. Ich glaube, es ist wirklich Tobi und das Bo oder 5 Sterne Deluxe oder so. Es ist eine Weile her, dass ich zuletzt die Familienkrypta besucht habe. Ich hoffe, in der echten Welt ist sie in einem besseren Zustand. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein skurriles 90er-Jahre-Hip-Hop-Lied, ne? Das kennt man nicht mehr. Das kennen nur die coolen Kids von damals. Ja, dein Amulettpriester, du brauchst es nicht mehr. Du bist versteinert. Durch Medusa. Hände hoch. Der Segen. Eine altmodische Platte, verziert mit vergessenen Allegorien. Shadow will mir erzählen, dass es keine Zeitreisenden gibt. Wenn im Mittelalter jemand ganz eindeutig das Zeichen für eine Pistole macht. Gangkrieg. Eindeutig. Also Was ist das? Beweisführung abgeschlossen. Wofür ist das? Na bitte. Okay, ich verstehe ehrlich gesagt nicht mal. Oh, was ist das denn? Ein Vorschlaghammer? Vielleicht die einzige Waffe, die eventuell mächtiger ist als eine Schaufel. Ich weiß es nicht. Das war ein Scherz mit den coolen 90er-Jahre-Kids. Das ist wirklich
ich weiß nicht, es gab so eine Zeit, als Hip-Hop in Deutschland gerade aufkam, da kamen so die ersten Hip-Hop-Bands nach dem Fantastischen Vier, ne? Da gab es dann irgendwie neben dem Fantastischen Vier eben Rödelheim Hartreim-Projekt und Fischmob und der Tobi und das Bo, so die Original Gangster. Und die habe ich damals alle gehört, als das noch neu war, bevor es cool wurde. Ich war schon immer so ein kleiner Hipster. Und ja, und aus der Zeit und von den Bands ist dieses Lied irgendwie. Aber es kennt niemand. Das ist die Kapelle aus Jeremys Buch. Sieht aus, als bräuchte ich mehr Medaillons, um sie zu öffnen. Ich habe auch das Gefühl, Emily. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles habe, was ich brauche. Ich bin mir sicher, dass wir nicht alles haben, das wir brauchen, Emily. Ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht alles haben, was wir brauchen. Deswegen gehen wir in den Wald und hauen Zombies in den Vorschlaghammer. Ich habe meine Pistole Vorschlaghammer getauft, falls ihr mich wundert. Was war denn das gerade? Was war denn das gerade für jeder Angriff von dem Pflanzenkerl? Seltsame Charge-Attacke ins Nichts. Heilung, schütten wir wieder ein bisschen Friedhofsschnaps in unsere Mischbottle. Das ergibt gemeinsam mit dem Mülleimer-Wodka ein echt gutes Aroma. WTF? War das Absicht? Die hat mir ganz schön ins Ohr geschrien. Und ich weiß nicht warum. Achso, das war ein Sound Alert. Von Mietzel. Oh mein Gott, hab mich das verwirrt. Ich verstehe. Ich dachte gerade so, hä? Wo sind die Katzen? Warum sind die so laut? Was macht das Spiel hier? Seltsamer Jumpscare. Aber gut, der legendäre, ne, so ein Katzen-Jumpscare muss sein in Spielen. Sehr gut. Schleichen. Warum sollten wir schleichen, wenn wir Vorschlaghammer haben? Unsere liebe neue Pistole. So. Ich schleiche euch ein paar Kugeln mit meinem Vorschlaghammer rein. Wenn ich so weitermache, macht meine Sprache irgendwann einfach komplett keinen Sinn mehr. Keiner versteht mich mehr. Aber das ist echter Tentakel-Gangster-Slang. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwie was Wichtiges übersehen. Ich habe keine Ahnung. Wir spielen seit knapp 3 Stunden. Seit knapp 3 Stunden sind wir jetzt drin in dem Spiel. Wieso kann ich nur 27 Kugeln mitnehmen? Emily, reiß dich zusammen. Du kannst bestimmt noch ein paar Kugeln in deinen Dutt stopfen zum Beispiel. 27 ist so eine weirde Zahl, ne? Molotow-Cocktail. Ist das die Boss-Arena? Komm raus. Elchaffe. Ich weiß, dass du hier bist. Oh Gott, müssen wir jetzt runter in die Gruft gehen? Oh, da habe ich ja Bock drauf. Yeah!
Ah. Hallo? Nimm mal einen Schluck, ja genau. Hier schütten wir wieder ein bisschen Friedhofsschnaps in die Bottle. Schlüsselgegenstand, dann fehlt nur noch ein Medaillon, dann können wir das Rätsel lösen. Gemeine Hitboxen. Ich hätte ihn jetzt erschossen, aber so nicht. Okay, tauschen wir unseren Vorschlaghammer gegen den Vorschlaghammer. Der funktioniert so ein bisschen wie Navi aus Zelda. Der macht uns jetzt Vorschläge, wo wir hin müssen. Haha. Der war echt schlecht. Entschuldigung. Feuertentakel. Person. Du bist neu. Vorschlaghammer. Oh, das ist ja gemein. Okay, wir haben leider den Vorschlaghammer zerstört, aber gut. Hey, warum kommt immer die Katze, wenn ihr Random Sounds spielt? Was passiert denn da? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so einen Katzensound drin habe. Wir haben auf jeden Fall die Schaufel wieder. Könnt ihr das beeinflussen oder was ist da los? Oder ist jetzt alles kaputt hier? Nee, wir hatten schon andere Random Sounds, ne? Naja. Für den Bruchteil einer Sekunde. Für den Bruchteil einer Sekunde, ne? Wirklich nur für... Also, habe ich gedacht, aha, hier ist irgendwas. Die Statue ist anscheinend wichtig. Sonst wird das Spiel jetzt nicht diesen Sound machen. Thank you. Ich habe schon das rote Ausrufezeichen über Emilys Kopf gesehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wird Zeit, dass wir für heute Schluss machen. Ach ja, sehr gut. Oh Gott. Moment, war ich hier jetzt schon? Laufe ich jetzt im Kreis? Ist das eine neue Gruft? Ich war hier schon. Ah. Also ich muss aber auch dazu sagen, Mietzel, weil ich schon vor dem Stream mit dem anderen Charakter, den es gibt, ein Spiel gestartet habe und schon gemerkt habe, dass das Kampfsystem nicht das Gelbe vom Ei ist, habe ich jetzt auf leicht gestartet, damit wir das Kampfsystem basically skippen können. Ne? Deswegen habe ich so viel Munition und bin so mächtig mit Nahkampfwaffen. Ich glaube, wenn man es auf normal spielt, also ich weiß, wenn man es auf normal spielt, aber vor allem auch, wenn man es auf hart spielt wahrscheinlich, dann sieht das gleich ganz anders aus. So, woher soll ich jetzt wissen, wie ich das drehe? Ich kann es irgendwie gar nicht drehen. Achso. Ah, ich glaube, ich weiß, woher ich es wissen soll. Tada. Also wie schon ganz oft jetzt gesagt, um 18 Uhr jetzt dann gleich geht der Podcast bei CCG Online, wo wir über das Spiel reden. Da hatte ich noch nicht so viel Spielzeit wie jetzt. Ich würde vielleicht jetzt im Podcast, ne, wenn wir ihn jetzt aufnehmen würden, ein bisschen anders über das Spiel reden. Ich glaube, einen Tick positiver, kann ich sagen. Aber ich würde jetzt trotzdem so empfehlen... Zum Vollpreis
Ich würde auf den Save warten, sag ich. Okay, stecken irgendwie fest. Das ist ungünstig jetzt. Dammit. Ich war komplett eingefesselt. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja, genau. Ich würde auf einen Sale warten, aber dann ist cool. Weil ich finde, 60 Euro ist ein bisschen happig, muss ich sagen. Da sind zu viele. Ich muss fliehen. Ja, das hättest du mir vielleicht vorher sagen sollen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Magisches Symbol Nummer 3. Na bitte. Rausgeschafft. Kann man drauf hoffen vielleicht, wenn man es nicht sofort spielen muss, ne? Kann man vielleicht drauf hoffen, dass es im Game Pass landet. Das könnte ich mir vorstellen, aber mein Gott, weiß man natürlich nie. Ich hätte jetzt echt gerne eine Karte, weil ich leider echt nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Ah, perfekt. Dahin. So, ich verstehe schon. Ja, bei mir ist alles cool soweit. Mir geht's gut. Ich habe gehofft, dass wir den Friedhof noch schaffen. Und ich schätze mal, das ist jetzt das Ende vom Friedhof. Emily, bist du das? Jeremy. Was machst du denn hier? Du klangst in einem Brief so traurig. Ich bin hier, um dich wegzubringen. Ich kann nicht glauben, dass ich so etwas Dummes getan habe. Ich wollte doch nur, dass du von hier wegbleibst. Feiere CCG übrigens. Dankeschön, Mietzel. Das freut mich sehr. Also sowohl der Sub, als auch, dass dir der Podcast gefällt. Dankeschön. Der Schattenmann ist nicht echt, Jeremy. Er kann dir überhaupt nichts tun. Was glaubst du, warum das alles hier passiert? Warum glaubst du meinen Worten nicht? Gut, dann lass mich helfen. Sei nicht dumm. Er wird dich neben mir für immer in seinem versunkenen Tempel begraben. Ist mir egal. Ich finde einen Weg. Ich habe auch einen Talisman und ich weiß von Taroe. Nein, nicht reden. Wer ist da? Zeigen Sie sich. Du kennst ihn, Emily. Er nahm dir deinen Großvater. Nein, im Ernst. Wer ist da? Ich spüre, dass da jemand ist. Emily! Taroya, warum willst du dahin, Jeremy?
mein Ein und Alles. Ich habe in der letzten Zeit so viele seltsame Vorkommnisse gesehen. Erinnerungen drängen sich in die Realität und brennen dann aus wie müde Glühdrähte in elektrischen Lampen. Traumlandschaften stürzen von den Sternen herab und versinken im Meer. Türen, die ins Nirgendwo führen und zugleich überall hin. Bei all dieser Träumerei wollte ich daran glauben, dass es eine Chance gäbe, dass du einen Weg finden könntest, am Leben zu bleiben. Einen Weg, den ich nicht sehen kann. Genau wie ich gelernt habe, mit meinem Talisman zu navigieren, kanntest du vielleicht mit all deinem Wissen einen Weg. Einen Weg, mich wiederzufinden. Vielleicht in Taroea. In Liebe, Jeremy. So. Kofferschlüssel. Ah, für den Koffer ganz am Anfang wahrscheinlich. Ich kann mich erinnern. Ich muss mehr über Jeremys Pakt mit dem Schattenmann herausfinden. Er wollte nach Taroea. Vielleicht finde ich dort etwas, was mir helfen kann. Na, schön, Leute. Das passt vom Timing her echt ganz gut, dass wir mit dem Kapitel noch fertig geworden sind, weil dann machen wir jetzt für heute Schluss. Und nächsten Dienstag wieder wie gewohnt 18 Uhr, wenn alles nach Plan läuft, Resident Evil 1 Finale und vielleicht Anfang Resident Evil Zero. Und Mittwoch, nächsten Mittwoch geht's dann weiter mit Alone in the Dark. Ja, oder vielleicht machen wir so eine Eternal Darkness Alone in the Dark Mischung. Ich weiß noch nicht, gucken wir mal. Na, Schönchen, Popönchen, dann würde ich sagen, danke fürs Dabeisein, danke für die Subs, danke für die Bits. Hat mich sehr gefreut und auch die Superchats auf YouTube. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis nächste Woche. Ciao. Hi und bye, genau. Tschö.